Wollt auch ihr diese formschöne Sommerkollektion von RKTBNS tragen? Dann müsst ihr auf rktbns.de. Nur noch für kurze Zeit. Werbung! Da kann ja niemand mal sagen, dass ich nicht mal was für einen Sender hier mache, ne? Wie Gregor. Ich hab mich verkauft! Gregor wollte unbedingt die Cold Opener machen. Und dann haut er Werbung raus. Was für ein Genie der Mann ist. Ey, die haben gesagt, ich habe hier ein Shirt für dich. Das kannst du behalten, aber sag einmal das RKDBNS dann hier dann. Ja, komm, dann, einmal. Und es ist ein gutes Ding. Es ist aber wirklich, ich finde, es ist so weich. Wir hören jetzt gleich auf, über unsere neue Kollektion zu reden. Ihr habt noch ein paar Tage zu bestellen. Hier wird's eingeblendet. Aber, nee, jetzt wär's, das ist diese Star Trek, es fällt mir das ist so ein bisschen, oder? Ja. Das hat diesen Star Trek-Schnitt. Das ist so, also die hier, Next Gen, TNG. Ja, ja, genau. Das sind so meine Trainingsuniformen ist das. Ich habe mir noch nicht richtige Farben verdient. So, Senf, Ketchup. Ja, genau, das ist das Minimum. Und Babypuder. Ja, das ist die Uniform für Zivilisten im TNG-Universum. Trotzdem der Schnitt, mehr gibt's nicht. Es gibt nur diese Klamotten. In der allerersten Folge von TNG, ja. Ich glaube, das haben sie ein einziges Mal gemacht. Im Hintergrund läuft einer rum, ein Mann mit einem Skirt. Ich weiß genau, was du meinst. Du meinst, an der ersten Folge haben sie noch experimentiert, kam direkt wahrscheinlich. Da sind die Telefondrähte heiß gelaufen vor Beschwerden. Die ganzen christlichen Vereine. Das geht nicht. Die einzige Beschwerde ist, dass mein Herz in meinen Hals gerutscht ist. Ja, weil es so aufregend war. Ich auch. Ohne diese Folge hätte ich nie entdeckt, dass ich schwul bin. Das war, ey, wirklich, ich fand den Rock übrigens echt cool. Ich weiß noch, dass mir das schon damals aufgefallen ist. Und ich dachte, naja, Sci-Fi. Das ist halt so. Ich sag dir mal was. Sie haben sich dann doch nicht getraut. Das prangere ich den Set-Designern an. Das ist dann, vielleicht, ne, hat die Kamera nur in die falsche Richtung gelenkt. Ich kann mir vorstellen, je näher du an der Sonne fliegst, umso entspannter ist es, wenn es ein bisschen luftiger drunter ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so die in der Nähe der Sonne-Klamotten. Ja, ja, genau. Uns mal alle hier, ist Freitag, ne? Das ist so open Sonne-Freitag. Sagt Picard irgendwie zum Wochenende, flieg mal ein paar Sohlen näher an die Sonne ran, ne? Weil, oh ja, der Winter war auch so lang, ne? Jetzt, wir müssen mal, ja, nicht abschalten! Wir machen heute Silent Hill weiter. Eigentlich ist ja meine 2-Stunden-Zock-Session hier am Abend jetzt. Wir haben, muss ich auch noch mal sagen, normalerweise ist es kompliziert, dass wir zu zweit sitzen. Normalerweise ist das nicht so gedacht an diesen Solo-Abenden. Deswegen danke an die Regie, danke an alle organisatorischen, Mandy und Co., alle Leute, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt heute noch mal zusammen sitzen können. Wir werden nächste Woche auch noch weiterspielen. Wir fangen gleich an, aber dann spielen wir nächste Woche noch weiter in deinem Slot, oder? In unserem Slot, sagen wir es. Und der ist wann? Wir haben ja 17 bis 19 Uhr, jeden Dienstag. Das ist heute einmal ausgefallen, weil Schach regiert die Welt. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, also auch großer Dank an all die Leute, die das möglich gemacht haben, dass wir heute noch dann Silent Hill weiterspielen können. Weil es ist ja anscheinend sehr gut angekommen bei den Leuten. Ne? Wir haben es hochgeladen und dann mindestens 12 Klicks pro Stunde. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Du kannst ja schon mal anfangen zu spielen. Warte, ich muss ja bitte achso, ja, du kannst. Habe ich die ganze Zeit vergessen. So. Da. Oh, da fehlt aber ein Hintergrundbild. Egal. Ich glaube, das ist noch in der Post. Nee, da hätte man eins machen können. Ich glaube, wir haben keins. Aber das sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das ist mal ein bisschen hier so. Wobei, die Trennscheibe sieht immer, obwohl, nee, das ist nicht nur die Trennscheibe, es ist wirklich abgetrennt, das Bild. Ich wundere mich schon, was hier so los ist. Kannst du mal, deine Hand verschwindet auch wahrscheinlich. Du existierst gar nicht. Du bist ein virtueller, jetzt kann ich dir sagen, du bist ein virtueller Let's Play. Können wir ein Gesicht machen daraus? Ein Gesicht. Hallo. Hallo, was geht hier ab? Ragmon. Also. They've gone too far. Wer jetzt einschaltet. They've gone beyond science. So, und jetzt guck mal mit deinem linken Auge nach außen. Jetzt machen wir so die Action. No. Wir müssen aufhören. Aber das war sehr gut. Das war ein sehr guter Einstieg. Die Leute sind wieder am Start jetzt. Genau. Jetzt seid ihr mit uns wieder in dieser alten, verranzten Hütte hier. Wir sind im Krankenhaus. Im Krankenhaus sind wir angekommen, genau. Wir haben es gerade noch zum ein alter VHS-Rekord, den wir benutzen können. Haben es gerade noch zum Safe-Raum geschafft. Das Krankenhaus hat sich verwandelt in die andere Art. Wir haben schon die Krankenschwestern getroffen, die Proto-Krankenschwestern, die noch nicht so sexy sind wie später. Ich war überrascht, weil ich sie wirklich ganz anders erinnert. Hier haben sie so einen blauen Anorak an, sozusagen so halt einen Kittel. Ja. Und ich erinnere sie nur im Sack, aber eben auch, und ich dachte, das wäre hier mit Blut und weißem Kittel. Ich glaube aber, dass es sehr viele Spiele gab, wo die armen Krankenschwestern, die kriegen es immer ab. Die kriegen nicht nur das Blut ab von den ganzen Zombies, die sie dann noch retten wollen, bevor sie dann zu Zombies werden und sie beißen, sondern sie kriegen es auch in allen Spielen, sind sie immer diejenigen, die sich opfern. Die werden immer, die liegen immer nur verteilt irgendwo im Level rum, um zu zeigen, dass es ein Monster gibt. Da sind sie. Siehst du? Genau davon spreche ich doch. Siehst du, hat die hinten auch noch so einen dicken Buckel. So eine dicke Eiterblase, so ein Herpesrücken. Du hast dabei so einen fiesen Herpesrücken.
Alter, geil wäre, wenn du trittst und dann platzt der Herpesrücken auf. Boah. Ja, vielleicht musst du ein bisschen warten, wenn du ihn ein bisschen anballerst. Das kann natürlich sein. Interessant, heute wäre das so. Wo die Diskussion jetzt nochmal über die Krankenschwestern war, gerade die Inspirationsquelle für die Krankenschwestern aus dem zweiten Teil. Ne? Weil die hatten ja dann eher diesen komplett verhüllten Look mit den zuckenden Bewegungen und so weiter. Das war toll. Da war zuletzt das, ich glaube, 20-jährige Jubiläum von der Vorlage, nämlich die Silent Hill 2 Designer, wo dann die Bildsprache wirklich festgelegt wurde, haben sich an einem Madonna-Musikvideo orientiert. Das wolltest du mir zeigen, er wolltest du im Vorfeld machen. Ja, hast mir das erzählt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Titel das war, von einem Ray of Light Album, also um die Jahrtausendwende das rausgekommen ist. Das wissen wahrscheinlich die Leute da draußen ein kleines bisschen besser. Da hat Madonna so ein Kimono an und drumherum hat sie dann so, ich glaube auch Krankenschwestern, die so zucklig tanzen. Du hast so recht, no? Jetzt erinnere ich mich. Mann, das könnt ihr euch mal zu Hause kurz angoogeln. Du hast völlig recht, ich erinnere mich tatsächlich, die Bilder... Das ist Wahnsinn. Und das war vorher. Und da haben die sich orientiert, bist du sicher? Genau, also ich glaube, die haben das auch mal irgendwo in irgendwelchen Interviews oder Dokumenten mal geäußert. Und wenn man darauf achtet, dann sagt man, okay, ja, da kann man sehen, wo man so eine Bildsprache davon ableitet. Das sieht aus, ob es eine Tür ist. Nee. Muss ich echt fragen, wie immer diese Gedanken so, ja, wie Memes heutzutage, wie diese Ideen von einer Person zur nächsten springen und jeder macht was Tolles draus. Also, ne, bei Madonna ist es eine geile Szene im Musikvideo. Hier wird quasi ein Gegner draus. Andere Leute orientieren sich dann wiederum an diesen Gegnerformen. Für viele ist ja das immer noch so der Prototypen des guten Gegners neben dem Pyramid Head, ne? Diese Body Dysmorphia einfach, ne? Ja, das Problem ist, warte mal. Ah, laut Chat, danke. Levainful, Madonna, Nothing Really Matters. Nothing Really Matters, ja. And Nothing Really Matters. Moment, ist das nicht wirklich gecovert? Das ist doch eigentlich von jemand anderem. Oh, shit. Alter, und das lila Blut. Da haben wir auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen. Das sieht ja aus wie Guardians of the Galaxy direkt. Mit so einer Blutfarbe. So, toll. Auf dem Buckel direkt. Aber wenn du genau guckst, ich will gar nicht. Die war einen Tag vor der Rente. Man kann sich aber schon fragen, was diese Personen, diese NPCs, nenne ich sie mal, die keine relevanten Side-Characters sind, was die vorher waren in ihrem vorherigen Leben vielleicht. Mhm. Also waren sie auch Krankenschwestern oder. Es wird natürlich nicht geklärt, aber ja. Da kann man so schön drauf rumdenken. Du musst sagen, wahrscheinlich, wenn das jetzt hier in einem Notfall ist, wer bleibt als Einziger im Krankenhaus? Die haben Krankenschwestern, die es nicht leisten können, freizunehmen. Die gehen, genau, die können es nicht leisten und die gehen auch mit dem Schiff unter. So, lass mal gucken, wir haben 32 Shotshells. Was denn? Was ich will noch mal gucken, 165 Schuss, also ich glaube, es ist ganz sinnig, die Krankenschwestern einmal hier zu erledigen, weil mit dem Kick kosten die ja nicht so viel Bullets. Ja, aber wir haben so viele Kugeln und es werden ja nicht weniger. Storage Room, gucken wir mal. Oh oh. Oh, schöne Musik. Das ist gar keine Violine. Ich dachte am Anfang, es ist eine Violine, einfach nur mit einer Sehne. Ja. Was haut eher jemand so ein bisschen. Es ist ja, dein Ventilator klappt nicht so richtig. Ja, ja, es ist irgendwas, genau. Irgendwas. Rotiert kaputt. Bloodpack. Hier gibt's schon ein paar Sachen zu mitnehmen. Das ist wie, als im letzten Jahr dann kurz vor der Quarantäne es war, wo du in den Supermarkt gegangen bist und da sah es recht ähnlich in den Regalen aus. Es war auch super eerie. Ne? Gehst ja in Klopapier! Das macht was, ne? Das ist irgendwas, macht das mit den Menschen. Leere Regale sieht niemand gerne. Ey, du hast jemand, sofort der. Will man auch was. Jemand, der seit 17 Jahren keine Spaghetti mehr gegessen hat, ja? Aber sobald er dann sieht, ein halbleeres Regal. FOMO! Genau. Ich glaube, ich hab bei mir eine Packung Spaghetti, ja, die liegt dann eben seit anderthalb Jahren da drin. Ey, ich habe immer noch meine Notlösung. Es war eine Dose Mais. Ich habe mir vorgenommen, ich nehme immer eine Dose mit irgendwas mit. So, dann habe ich irgendwann was. Und ich habe es nie, über die erste Dose hinweggeschafft. Ja, ja. Sicher, ich hatte meine Mama besucht und die hat kurz vorher, ja, ich habe hier noch irgendwie so eine alte Pizza. Obwohl, ich weiß, du hast keine Pizza, nimm sie mal mit. Und hier habe ich dir so ein bisschen Aufbackbrot gemacht. Ich will, dass du überlebst. Also jetzt kommt mir noch mal in Erinnerung. Also diese ganz komischen Aufbackbrötchen, diese ganz billigen für, was weiß ich, 60 Cent, wenn du sie aufmachst, dann riecht das so, als ob die Ozonschicht gerade explodiert. Du weißt, welche ich meine, ja, oder? Ja, genau. Also, ich hatte, glaube ich, nichts mehr im Haus außer diesen Aufbackbrötchen.
Und ich habe sie gemacht, sozusagen, ich wollte sie machen. Und dann packe ich die in den Backofen rein, drehe das Ding auf. Ich glaube, ich habe da Streets of Rage oder sowas gespielt währenddessen, also schnell wieder zum Spiel zurück. Es riecht auf einmal komisch. Und dann merke ich, scheiße, ich habe statt den Regler für den Ofen den Regler für den Herd oben aufgedreht. Ja, obwohl die eigentlich alle markiert sind. Ja, oben, und natürlich benutze ich die Oberfläche, wenn ich da nicht drauf koche, als Auflagefläche. Ich habe meinen Wasserkocher gebraten. Oh, okay, das ist geil. Das war nicht geil. Ich habe leichte Verbrennung dann gehabt vom Plastik hier. Ah, okay, na gut. Das war nicht cool. Aber ja, es hätte schlimmer sein können. Es hätte viel schlimmer sein können. Sowas. Ja, und alles wegen dieser, es waren auch noch beschissene Aufbackbrötchen. Ja, man sitzt da mit schmerzender Hand und dann, ich glaube, den Teig kann ich noch essen. Bei meinen Eltern habe ich den Herd angemacht, als ich noch sehr jung war, weil ich konnte gar nicht kochen, ich wollte irgendwas kochen. Ja. Und sie hatten so Metallabdeckhauben auf den Herdplatten. Also aus irgendeinem Grund so ein Schutz vor Wasser. Ich weiß es nicht, was es sollte. Und die sind halt komplett durchgeglüht und auch geschmolzen. Es war, Ja, das sind alles. Wissen doch, wieso Shit richtig brennt. Alles Sachen, wo man nicht stolz drauf ist im Nachhinein. Stolz bin ich auch nicht auf unsere Routenführung im Moment. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hinwollen. Wir gucken uns einmal alle Sachen an, die hier abgesperrt sind und nicht abgesperrt sind. Wir haben das natürlich, wir lesen im Chat jetzt hier gerade mit und wir haben das auch in den Comments gelesen. Leute, selbst wenn wir eine ausgedruckte Map hätten, guckt mal, wo sind wir hier gerade? Alles sieht exakt gleich aus. Eine Tür ist zu. Da war doch dieser Raum mit dem Rost. Da war doch dieser rostige Raum. Ja, unten ist, sag mal, hör doch mal zu, unten mit diesem Gitter. Da war eins mit dem Gitter? Ja, da war auch so Rohre, weiß ich noch. Wenn ich mal hier. Mit der Lampe so durch. Ich lauf mal hier so rum, bla. Okay, welchen Raum war ich, wo war ich noch nicht? What the hell? Damals waren wir als Kinder natürlich auch noch viel. Also wir hatten noch viel mehr Ausdauer. Mit 22. Viel dümmer. Ja. Was waren wir viel? Wir waren 22, als das Ding rauskam. Wir waren 22 und hatten doch keine Ahnung. Und dann kam Harry. Harry Potter? Mit seinem Riesenrohr. Moment, Scheiße, redest du von Harry Potter? Es sollte nicht obszön werden. Und wie kommst du auf Harry Potters Rohr? Das ist ein Zauberstab. Das ist Wingardium Leviosa. Ja? Leviosa? Er macht Wingardium in seiner Leviosa, ne? Wenn er Hermine sieht. So ist das. Apropos Silent Hill, ernsthaft. Ja, so. Ich bin schon Entschuldigung. Ruhig. Aber Wingardium Leviosa finde ich gut, muss ich sagen. Ich habe was gefunden. Hast du? Ja. Wirklich? Ja, habe ich. Diesen roten Blutbeutel hast du gefunden. Ja, ich habe einen Blutbeutel gefunden und gerade ich habe noch die Plate of Cat. Mit der Plate of Cat. Weißt du noch, wo die hingehören? Wie viel brauchen wir nochmal? Drei? Da war, glaube ich, eine Tür mit so drei Einlässen nochmal. Ne? Aber war das nicht gemalt? Ja, wir haben irgendwo so ein Papier reingepackt und waren dann auf die andere Seite gekommen. Entschuldigung, Grace. Vielleicht kommst du dann damit weiter. Gibt's denn sowas? Oh, it's unlocked. Das ist wieder mal eine Abkürzung. Hast du mal hier. Wie heißen die Dinger? Evil Peter Parker oder sowas? Da gibt's lauter Videomemes, wo sie den Peter Parker aus Spider-Man 3, du weißt, den Tobey Escher, mit der Powerlocke und alles, den haben sie reingefotoshoppt als Bösewicht zu Star Wars und so weiter. Ja. Das ist fantastisch. Ne? Das habe ich nicht mitgekriegt, aber der eignet sich natürlich gut. Mit Harry Potter, ne? Wo der dann einfach so Asshole Harry Potter und in allen Filmen dann irgendwie drin. Also er wäre ein guter Draco Malfoy auch gewesen. Ja. Also die schleimige Variante davon, mit diesen Haaren und so. Aber ein bisschen zu alt. Kleines bisschen zu alt. Und Draco sieht ja jetzt eher aus wie so ein Hippie, ne? Wenn du den mal gesehen hast, ein Schauspieler. Naja, der muss jetzt natürlich gegen sein Klischee ankämpfen. Der ist ja jetzt sein Leben lang erstmal Draco Malfoy, bis er vielleicht was anderes wird. Aber du kriegst Malco Dragfoy zum Beispiel. Malco Dragfoy. Seine neue Rolle. Ich schreibe mir was. Malco Dragfoy. Dein Charakter. Ey, Malco Dragfoy. Wenn ich Draco Malfoy gespielt hätte. Mirror irgendwie. Ich hätte, wenn dann zum Beispiel du eine Drag Queen werden möchtest, Malco Dragboy. Fuck. Das ist auch gut. Würde auch gehen. Bully Maguire heißt es, danke, werte Chats. Ja. Die sind teilweise richtig gut gefotoshoppt. Bully Maguire. So, dann ist er so, kämpft er gegen Agent Smith bei Matrix, ne? Come on, you asshole. Wie gut die Leute mittlerweile sind auch in diesem, in diesem Generieren von diesen Fake-Animationen. Finde ich auch gut. Perry Hotter, ja? Der Perry sexy Hotter. Harry Potter von heute. Ja? Das gibt's bestimmt. Wie Neville, der Schauspieler, der mittlerweile mega hot ist, wo er sich die Zähne und die Brust hat richten lassen.
Hat er? Ja, der ist ja der. Der hat die Dings gelernt. Ja, genau. Die haben ja den, als Schauspieler haben sie ja so ein kleines, eher rundliches Kind genommen. Und der hat sich gesagt, ich misch so nicht auf die Kamera aussehen, komm her, Gewichte, ne, und Genetik. Und auf einmal sieht er aus wie ein Unterwäschemodel. Ja, aber für die Zähne muss er doch eigentlich nur seinen britischen Pass abgeben. dann musst du deinen Teeservice, deinen Pass und deine schlechten Zähne abgeben. Deswegen hätte er danach ja dann nochmal neu anfangen können. Ja, es ist günstiger, dann die Staatsbürgerschaft zu wechseln, als zum Zahnarzt zu gehen, ne? war ja in den USA, ja. Hier. Okay, das ist locked. Wir laufen immer noch weiter rum. Wir wollen natürlich auch hier durchkommen, aber ja, man muss, manchmal verlabern wir uns. Es ist Silent Hill. Ich hätte ja genauso gut die ganzen Räume jetzt einmal untersucht. Du spielst ja wenigstens noch. Ich passe ja schon gar nicht mehr auf. Wir hätten jetzt auch einfach eine Stunde im Hauptmenü sein können. Ich werde mich jetzt mehr konzentrieren. Denn ich bin ja eigentlich derjenige, der sich gar nicht mehr so richtig erinnern kann. Doktor. Alter. Stars. Also ein Doktor ist auch noch da, ne? Der hat auch den Buckel auf dem Rücken. Der hat zwei. Ja, aber blutet der rot, nicht mehr violett, ne? Wir haben da aber wieder violett eingestellt, siehst du's? Ja, ne? Aber wenn es blutet, also das, wenn es spratzt, dann ist es violett. So, noch eins. Oh, ja. Oh, für mich ist auch schon 6. Stunde. Das ist jetzt aber mal eher. Er hat aber auch einen Buckel mehr als. Er hat sich hochgebuckelt, hat er sich. Ja. Er hat sich für die Arbeit richtig gebuckelt eben. Ne? Das ist automatisch in unserem Gesundheitssystem. Ja, das unter denen herrscht auch Buckelneid. Also, kannst du nicht einfach ankommen mit irgendeiner neuen Beule? Wir gehen jetzt gerade wieder zurück. Genau, er geht auch immer. Ja, ich hab nur die Gegner jetzt hier erstmal weggemacht, damit ich in Ruhe die Türen mir angucken kann. Geht er dann auch alle 4 Jahre zur Buckelwahl? Eine Treppe. Da sind gefühlt mehrere Gags noch in einem verwurstelt, wie so ein Wollknäuel. Ja, so ein bisschen. Wo bin ich jetzt hier? Jetzt sind wir wieder, ja, da ist die Morgue. Komm, da gehen wir hin, das will ich jetzt aber auch. Vom zweiten Stock in die Morgue. Okay, oh fuck. Okay, ich stehe da direkt vor mir. Oh, sie hält mich fest! Oh, oh, Lampe an. Lampe an! Ja, warte. Weg, ja, genau. Du machst das schon gut, wegrennen. Lampe an. Ah, okay, im Dunkeln. Da kennt er nichts. Och komm! Verdammt nochmal, ey. Gott, das war nicht gut. Wäre es nicht fast schon besser, wenn die ganzen Gegner unverwundbar wären? Macht es nicht dieses... Dass wir so rumballern. Ja, also, macht es ja eigentlich fast ein bisschen weniger ängstlich. Es geht... Ängstigend. Ich will zumindest die Option hier noch haben. Ne? Also wenn du ein Spiel hast, wo die Gegner immer unverwundbar sind, dann geht das irgendwie auf den Sack. Guter Gag, der Glöckner von Notaufnahmen. Super. Also Respekt, der wäre jetzt hier beinahe, wäre der weggegangen. Fast wäre der weggegangen. Von dem der war sehr gut. Hier, da Zomboid 449. Jetzt denkst du dir sicher, hätte ich mir mal einen besseren Namen genommen. Nein, der war wirklich gut. Den müssen wir klauen. Ja, von Notaufnahmen. Das müssen wir Anton sagen für die. Das ist eigentlich der YouTube-Titel. Ja. Der Glöckner von Notaufnahmen. Danke an dieser Stelle. Das ist wirklich gut, das werde ich machen. So, jetzt müssen wir aber das auch gameplay-technisch muss hier mal ein bisschen was passieren. Ich mach doch die ganze Zeit was. Nein, geht nicht in dem Spiel. Ich beschwere mich ja nicht. Ich sage eher: Spiel nutzt die Aufmerksamkeit, die du gerade hast. Der Generator ist on. Spitzi-Hack. Hammer. Voll der Hammer hier. Mal ausrüsten. Highly damaging, but hard to use. Ja. Krankenschwester. Kommen Sie mal her. Hadonk. So. Ein bisschen gesichert. Das ist gesichert. Ach, herrlich. Ich habe nichts getweetet. Nein, ich habe nur
Anton und seinem Team geschrieben, wie der Titel potenziell heißen könnte. War ich hier da noch? Freuen die sich. Jetzt kommen wir das Problem. Dreieck ist die Map. Am Tag. Okay. Morg und der Elevator. Dann gucken wir in die Morgs. Morg. Um Org. Oh, also, er hört uns sowieso. Anton hört uns sehr. Ist direkt hinter uns. Ich grade, ne? Naja. Hui! Alter. Jetzt greif mich mal hier nicht hier. Mit zwei Krankenschwestern im Schlepptau. So. Erstmal auf die Map gucken. Oh! Glaubst du, das funktioniert, alle Buttons gleichzeitig zu drücken? Ja! Du hast da auch eine geile Spitzhacke. Guck dir das mal an. Die wollen die Hammer haben. Das ist wie so ein extra langer Hammer. So. Oh! Das war irgendwie extra heftig, habe ich das Gefühl. Und das am Weltfrauentag. So, gib mir mal dein Getränk hier. Brauchst du ja nicht mehr. Warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier auf Nummer sicher gehen, ganz ehrlich. Ich bin doch hier in der Morgue. Ich kenne das von Resident Evil. Ja. Hadonk. So, sollte sicher. Man. Hadonk. Aber hier leider nicht. Unschlagbare Leichen. Da hätten sie ein bisschen, da hätten sie tatsächlich von Resident Evil lernen können. Aber es ist schön, dass die ihre Getränke noch die da gelassen haben. Zucken. Ich kann mich nämlich erinnern, im zweiten Teil gibt es dann diese Zuckungen. Ja, zweiter Teil hat die Bildsprache natürlich nochmal hochgedreht. Man muss auch bedenken, dass die PlayStation wahrscheinlich eh nicht so viel an Leistung drin hatte zu der Zeit. Die ist jetzt schon hier völlig am Limit. Buddy, don't feel like checking this out. Bin mal extra für dich hier hingegangen. Okay, ja, vielleicht hat jemand von denen vielleicht Arbeitsverweigerung, was. Nee, will er gar nicht gucken, ne? Das ist bestimmt so eine Sache, das hasse ich bei so Adventures, ne? Wenn du manche Sachen nicht einsammeln kannst, weil du den Dialog noch nicht hattest und dann musst du wieder zurück in den Gegenstand einsammeln, den du längst vergessen hast. Das ist schlecht. Ich hasse das. Aber das machen auch die Besten, machen das nicht. So, oh, habe ich denn... Jetzt müsste ich Energie verloren. Nee, immer noch nicht? Okay. Wenn ich die Krankenschwestern greifen, verlierst du wohl keine Energie, nur wenn sie mit dem Messer zustechen oder dich knuspern. Das sind die Inkompetenten. Können ja nicht mal mit dem Skalpell umgehen. Ja, ohne, also für das Gehalt beiß ich nicht zu. No? Ja, stimmt. Warum? Aber man hätte hier, glaube ich, schon noch mehr, ist natürlich jetzt bescheuert, ein 20 Jahre altes Spiel zu kritisieren, was am Rande der technischen Leistungsfähigkeit so dahin krebst, aber wäre doch geil gewesen, wenn man sich überlegt hätte, was gibt's denn da noch alles in Krankenhäusern? Also an Amputationen oder an auch Körperteilen oder eben auch in der Leichenhalle. Vielleicht hat da auch jemand irgendwie was zusammengenäht oder so. Man könnte da recht viel ekelhafte Sachen eigentlich mit machen. Als Idee würde ich zum Beispiel reinwerfen, so ein hier, amputierter Arm, ja, aber der hält einen Schlüssel ganz fest. Na? Und den kriegst du nicht mehr raus aus der Hand. Also du nimmst den ganzen Arm mit und sobald du mit dem Arm an Türen gehst, dann fängt er an, sich zu bewegen und den Schlüssel zu drehen. So, no? Gute Idee. Eine gute Idee, finde ich. Wir sollten generell mal Silent Hill 1 schreiben. Was? Aber nochmal neu. Die Grafiken hier kriege ich hin. Ja, was war unser Gag damals bei Game One? Das war Silent Gag? Dill, oder? Du meinst unser Gag bei Game One? Oh, Plate of the Queen haben wir. Hast du das gehört, ne? Ja, ich auch. Habe ich gehört. Ein bisschen Speicher. Nochmal neuen Save. Das ist ein gutes Zitat aus der Anleitung hier. Cloud McRib. Cloud McRib? Ja. Musst du auch lachen. Guter Name. Die Geschöpfe suchen den Standort des Helden mit Hilfe ihres Seh- und Hörvermögens. Solange sie Harry nicht wahrnehmen, greifen sie ihn nicht an. Okay. Also, aber das sah schon so aus, als ob manche direkt auf dich zurennen. Ja, der Doktor hier, das war vielleicht sein Office, was wir uns hier gerade angeguckt haben, ne? Und er wollte gerade wieder rein. Der war vorhin auch nicht hier draußen. Die dumme Sau. Sein Messer sollte man mit. Das sind keine Skalpelle. Eindeutig dicke, große Wurstmesser, die sie ja benutzen. So, wo bist du? Da liegen die Würfel. Überall die Würfel. Da bist du. Hast du den da gesehen? Ernsthaft? Habt ihr irgendwas gesehen? Ich hab nicht das Geringste gesehen. Na, es gab nur die eine Ecke, wo er sein kann. Ich habe auf gut Glück gesagt. Na gut. Wow. Du hast den Laser-Röntgenblick. Ja. Leider nur für Spiele. Das bringt dir also quasi gar nichts. Das bringt mir absolut gar nichts. Komplett nutzlos.
Und was können Sie vorweisen? Weil ich habe Silent Hill in unter 8 Stunden durchgespielt. Unter 8 Stunden? Kriege ich den Job am Amt hier? Das ist zu schnell, würde ich noch sagen. Ja, ja. Stimmt. Sie wirken mir wie ein Hektiker. Unter 8 Stunden. Deshalb gibt es keine Speedrunner und Leute, die beim Amt arbeiten gleichzeitig. Das würde ich gerne mal sehen. Das wäre mal eine Task. Einen Speedrunner finden, der gleichzeitig auf dem Amt arbeitet. Und einfach ihn mal begleiten. Im Alltag, aber auch natürlich auf der Arbeit. Ja, du musst dann, wenn du diesen oh, da links? Nee. Den Amtsrhythmus drin hast, den kriegst du ja gar nicht mehr im ganzen Leben heraus. Ne? Benutzt du ja beim Allen. Hier müssen wir das wegschieben. Ja. Sieht aus wie das. Das ist so eine gute Apartmentwohnung in Kowloon bei Shenmue 2. Kannst du dich noch erinnern, wo du deinen großen Aldi aussuchst? Hier, ja. Du konntest ja in jeden Raum rein und das sah genauso aus. Ne? Ich glaube, den Gag hatten wir schon mal anders vorgebracht. Ne? Wie nennt man das hier in Hamburg? 800 Euro warm. Das ist wirklich wahr. Das ist eine gute Wohnung. Da noch ein Balkon dran, kriegst weg. Ja, ein Bett ist schon da, ne? Ist vorab möbliert. Vom Vormieter. Jetzt muss aber, ich kann mich aber erinnern, das war auch, wenn überhaupt, ein Kritikpunkt, dass manche von diesen Gebäuden, in denen man sich bewegt, einfach zu groß und zu identisch. Ist da runtergefallen? Ja, ne? Ja. Machen es geschickt, ne? Die packen dir einen Sound irgendwo hin, schon kriegt man Panik. Fast alle sind identisch. Ja, aber man muss sie ja trotzdem alle abhaken. Medicine Room. Da kommt doch schon was. Er will es haben. Ja. Oh. Weißt du, was mir auch fehlt? Was denn? Also bei solchen Spielen. Das hat generell kein anderes Spiel hat das. Dass sich die Waffe mal so verhakt. Weißt du, dass du so mit dem Hammer und dann ist der da oben im Schädel so, hängt so fest, hat sich irgendwo so beim Hypothalamus verhakt. Und dann musst du... Dann kommt der Kopf mit ab und du musst den Kopf mit dem Fuß ab. Ja, wie so ein Minigame. Musst vielleicht noch ein paar Buttons drücken, auch mal eine Richtung drücken. Einfach, weil das in einem Kampf, in einem echten Kampf, wo 3 andere schon anschlurfen, ist das natürlich geil. Ja, das wäre eine gute Methode also, eigentlich, um da noch mal um ein bisschen Druck zu erzeugen. Ist mir in keinem Spiel bisher aufgefallen. Dann bleibt der Fuß hängen. Genau, was ist denn, wenn du so wie in das Ding, wo er ihn beatmen will und dann öffnet sich die Brust und beißt ihm einfach die Hände ab? Genau diesen, das Ding, Gag in Anführungsstrichen, aber genau diese Szene haben sie zuletzt, das kommt in einem Indie-Game bald 1:1. Ja? Ja, so ein Side-Scrolling Metroidvania oder so. Das wurde kürzlich bei einer Konferenz gezeigt. Ich weiß nicht mehr den Namen, aber die Szene ist 1:1 mit denen hier beatmen und die Arme weg. Ja, ist natürlich, wenn man der Zweite ist, ist man halt nie der Erste. Das und andere smarte Sätze von Simon K. jetzt in der Doppel-CD. Das ist mein liebster Horrorfilm, der Carpenter. Der allerbeste. Das Ding ist ja wirklich, also. Carpenter, das Ding, er ist echt. Immer noch, ist perfekt. Stimmung, Musik, um was es geht. Effekte. Nur Männer. Nee, aber einfach diese Isolation und alles. Wenn er keine Frauen schreiben kann. Ja, dann, das ist, glaube ich, das Problem. Und es ist halt wirklich auch kein Job, wo Frauen Bock hätten zu arbeiten, wenn ich jetzt mehr. Vor allen Dingen nicht mit 20 anderen Männern. Also, ich kann doch verstehen, dass da nur ein Geschlecht ist. Naja. Unabhängig davon, aber ich weiß nicht, ob du dann in Horrorspiel von heute Referenzen von 40 Jahre alten Filmen jetzt reinpacken musst oder nicht. Ja, deswegen heute. Heute denken ja alle, das ist eine geile Idee. Ach so, weil die längst wieder vergessen haben. Ja, also, ey, es ist ja nun mal so. Guck mal, wir wussten doch auch, es gab so viele Filme. In unserer Zeit haben viele Filme, alte Filme, parodiert, Hommagen darauf und ähnliches. Und wir haben das ja gar nicht gerafft, weil wir die Vorlagen gar nicht kannten. Mhm. Und genau so geht es den Leuten heute auch. Heute ist nur jedem egal, weil man eh nicht alles kennen kann. So viele Memes, so viel Kram, du kannst nicht alles. Weißt du jetzt hier diese Spider-Man-Nummer? Ja. Das weiß ich nicht. Das ärgert mich auch, dass ich das nicht weiß. Aber ich jetzt, will schon sowas wissen. Jetzt hast du ein ganzes Moin Moin, wo du das ausbreiten kannst. Ja, das ist schon wieder rechtlich das Problem. Darf man sowas überhaupt zeigen? Keine Ahnung. Moin Moin? Ja, es geht. Memes? Ja, Memes okay, aber bei Spider-Man wird schon. Moment, du kannst deine Reaktion zu den Memes zeigen, ne? Wenn du komplett auf Nummer sicher gehen willst. Oh! Kannst du vielleicht eine komplette Sendung nur mit allgemeinen Reaktionen aufnehmen? Und auf die 12! Da kommt bestimmt noch einer von der Seite, ey. Das geht mir zu einfach. Kannst du nicht auf hart stellen? Schau mal hier, da hängen die Gebote. Da rechts. Da? Das ist auf jeden Fall wichtig. Du sollst deinen Krankenschein dabei haben. Ja, das ist ein halber Meter breit. Oh, das ist aber wichtig. The Grim Reaper's List. Muss man, okay. Ja. Uff, das ist bestimmt hier die ersten Buchstaben. Das sind die Zimmer, oder? Wahrscheinlich. Die ersten Zimmernummern. Ich schreib jetzt nicht. Ich mache wie immer, ich mache einfach ein Bild mit dem Handy. Foto? Ja.
Faule Schweine. So. The Grim Reapers List. Das ist ja unangenehm, wenn das im Krankenhaus liegt, aushängt. Ja. Oder? Hey, das ist mein Name. Ja. Ruhig. Warum bin ich hier auf Nummer 35? Sie kommen gleich dran. Ja. Die Toilette ist natürlich zu. Ja, kein Wunder bei den Krankenkassenbeiträgen. Ja, muss alles bezahlen werden. Da höre ich aber noch. Nee, wo bist du denn nur die? Sie läuft, sie läuft. Doch, du hast recht, da vorne die paar Pixel. Da ist sie. Ah, das ist schön, oder? Komm mal her, komm mal her. Wie sie so auftaucht. Finde ich sehr gut, dass sie hier schwarz statt weiß wie draußen genommen haben für den Nebel. Wollen Sie noch einen Joghurt? Nein! Was hat sie davon? Schon wieder vorbei. Ich bin fast auf der Seite der Krankenschwestern hier. Ja. Es ist ziemlich fies, was ich hier mache. Ui! Sie kommt. Bumpf, bumpf! Sie haben geläutet. Bumpf! Geili! Das ist nice. Tolle Waffe. I love it. Es ist wirklich eine gute Waffe. Sie geht auch nicht kaputt. Heutzutage würde sowas nach drei Schlägen, mehr als drei, vier Schläge hält so eine Waffe nicht auf. Dreimal equippen reicht. Ne? Ja. Nicht mal schlagen damit. Durch die Luft wedeln. Also ich hab, was war das? Waffe ist jetzt kaputt. Feuerzeugbenzin, glaube ich, habe ich gekriegt. Leider Fluid. Also wir haben die drei Blöcke, wir haben eine Leiter. Was ist das denn links? Eulleiter. Ach, das ist das Blut. Das Blutpack, also was der Leiter und nicht das Leiterfluid. Also wir können auch was anzünden jetzt. Wahrscheinlich im Polizeirevier über dem Kamin oder so. Du meinst mit dem Feuerzeug, ja. Ja, ja. Das ist das Benzin für die Kettensäge, ist auf dem Mars-Gag. Ja, ich wünschte, sie würden sich die Rätsel teilen über mehrere Spiele hinweg. Ja, wenn die so irgendwie freundschaftlich wären, wo du sagst, hey, du findest ein Resident Evil Safe auf, wenn du Silent Hill spielst, und das kann dann in den Safe reinschreiben, dass du auf einmal dieses Item da drin hast im Inventory. Das klingt so, schon ganz cool. So nach einer Kojima-Nummer, aber ja. Ja, da sieht man ja, finde ich, auf dem PC ganz gut, was theoretisch möglich ist, wenn Leute mit dem Medium an sich auch noch spielen. Zum Beispiel Doki Doki Literature Club. Ja. Was ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr es noch nicht kennt. Und ich will auch nicht weiter drüber reden. Aber das macht auch ein paar Sachen, die haben mich sehr an Kojima und Co. erinnert. Ich möchte jetzt keine 17 Fotos machen von jedem Text einmal. Soll ich eins machen? Eine Wolle, Sleeping Sign, Liquid Flowing. Guck mal, wie viele das sind, ne? Mach doch einfach mal. Also. Schreibt das doch mal auf den Zettel, Leute. Clouds flowing on the hill. Und als nächstes? Flowing Hill. Ich schreibe eh scheiße. Sky Sunny. On a sunny day. Sky Sunny Day. Tangerines. That are bitter. Tangerines. Sind Tangerines Mandarinen oder sind das anderes? Ich glaube, eine andere Art, nicht Mandarine direkt, sondern gibt es eine Tangerine in Deutsch? Das Komische ist, es gibt verschiedene Arten von Mandarinen und ich weiß, die haben auch verschiedene Namen und ich weiß nie die Unterschiede. Vierblättriges Kleeblatt. Das weiß irgendein Experte, Tangerine-Experte aus dem Chat. Egal. Mann, ist das jetzt hier aber auch unnötig viel. Violets in the Garden. Naja, es sind ja alles Farben, die dann mitgenannt werden, ne? Also wahrscheinlich ist das so ein Farbenrätsel. Tangerine ist eine Mandarin, Alter. Echt? Ja, Mandarin. Aber warum gibt's dann den Mandarin in Iron Man? Kannst du mir das erklären? Nicht den Tangerine? Ja, Original, den Tangerine Man. Tangerine Man. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Dandelions. Sind das Pusteblumen? Dandelions? Hier. Dandelions, genau, so heißt doch auch der Typ in Witcher, der das Pferd. Nein. It was a coin to you, Witcher. Oh, Valley of Plenty. Der Typ. Dandelion. Löwenzahn, genau. Löwenzahn. Hier machen wir heute so richtig schöne Englisch-Deutsch-Kursen mit euch. Gleich den Fachbegriff Pusteblume genannt. Pusteblume. Sleeping. Weiß aber auch jeder, was ist. Sag mal, du schreibst es nicht sinnvoll irgendwie auf, machst einen Screenshot oder schreibst es auf Pappe. Liquid, weil ich da auch schon das ist unsere Pappe. Ich sag dir nur, als würdest du es im Spiel finden. Es hat geklappt mit der Pappe bei dem Piano nach dem 17. Versuch. Also wird das Liquid Flowing. Blut, rot. From
slash. Die Leute, ist okay, du bist, kannst dich ruhig, die Leute sind noch beschäftigt. Mit jetzt schreibe ich nicht mal die Leute Englisch sind noch beschäftigt mit Tangerine und Mandarin und Gags über Pappe. Jetzt aber. Komm, so, wir müssen mal rankommen. Wir haben zu wenig erreicht aber heute, Gregor. Ja, wir Leute erreichen noch ohne Ende gerade hier Sachen. So, four squares, ich verstehe. Jetzt müssen wir die richtigen Farben reinsetzen, aber einer fehlt uns leider noch. Wir haben nur drei von den Gedönsen. Wie das Gedicht hier steht, sind die Farben, die da drin sind. Da bin ich ja 1000%ig sicher. Einmal falsche Karte, wo haben wir hier? Hier fürs Nurse Center, also für den zweiten Stock kommen wir nicht weiter. Ich habe, glaube ich, drei. Eins, zwei, drei bisher. Kennst du auch das gute alte Lied, Hey Mr. Tangerine Man? Oder heißt er Tambourine Man? Tambourine heißt er, ne? Das gute Tambourine. Das ist hier so ein... Hm? So ein Block. Ja. Komm her, komm her, komm her, wo bist du? Wo bist du, ja? Siehst du, das sind so die Unterschiede. Ich hätte längst vergessen, dass dieses Geräusch hier einen Gegner symbolisiert und hätte einfach, wäre reingerannt. Haben das Spiel hätte viel mehr Spaß mit mir als mit dir. Du bist Überweisungsschein gut. Dabei? Das ist meine Überweisung. Wo? Das sind einfach mal so Detail aus der Wand. Da würde ich jetzt aber auch sagen, rufen Sie jemanden. Ich treffe doch, ne? Blutet da der Boden? Ich weiß gar nicht, ob du ihn wirklich triffst. Ja, ich gehe ein bisschen näher ran. Spätestens jetzt. Kann das sein? Ah, das sieht schon aus, als ob du triffst. Ja, also du hörst ja den guten Sound ab und zu mal. Doch, du musst das irgendwie schon schaffen. Bewegt er sich nach vorne ab? Was könntest du machen ohne Schlagen? Kannst du hier vielleicht ein Item nutzen? Oh ja, stimmt, ne? Wahrscheinlich ist das eher so, ne? Vielleicht das Blutpack oder so? Das wirkt wie eine Item-Ecke. Gleich, der Chat sagt auch noch mal drauf schießen. Das kann man natürlich ja, aus der Entfernung. Vielleicht die Suppe hier. Nein. Ja, leider nicht. Das Blut. Es will Blut, genau, ich erinnere mich. Das war wirklich ein Rätsel, woran ich mich noch erinnere. Weil es hier am Blut nuckelt. Blut ja, dann für sind mich? Die Bluttentakel sind happy und so. Für mich? Siehst du, sie wollten doch nur Menschenblut. Ah. Und die haben es doch gar nicht böse gemeint. Alles, was sie wollen, ist das gesamte Blut aus dem Körper eines Menschen saugen. Aber es hat mich jedenfalls ein bisschen abreagieren lassen, das ist okay. Dann haben wir ja die vier Dingsies. Okay. So, doch, eine Tür hatte ich noch nicht. Nämlich die 203, was ist denn da? Einfach nur ein kaputtes Fenster. Slate, nothing more than that. Okay. Das wirkt, als würde es noch wichtig werden. Ja, spiel mal bis zum nächsten Safe und dann kannst du gerne... Aber es macht doch so viel Spaß, wenn ich mich über dich lustig machen kann. Du kannst auch, du kannst auch spielen und dich über mich lustig machen. Das hatte ich vorher nie aufgehalten. Und dann mache ich mich doch zum Opfer. Dann mache ich mich doch angreifbar. Das hatte ich auch noch nie aufgehalten. So, Nurse Center hier. So. Und der Zettel wieder. Da sind sie. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, also mal gucken mit der Reihenfolge. Wir haben oben Weiß, Clouds, Flowing. Nee. Okay. Ich mach mal die Cam auf den Gregson von der Seide. Die hier, kannst also, du mal lesen können? Deine Cheat-Pappe. Alles schlechter geworden ist. Du hast die, man kann sehen, dass ich doch eine Hose trage, Cam. Ja. Ja, aber es ist nur vorne. Du trägst ja nur vorne eine Hose. Wir haben eine Hose ausgedruckt, noch ganz schnell. Mir gefällt aber, wie Frau Nakimura hier den Telemark gerade fliegt. Sie sieht aus, als ob sie schiefliegen macht ohne Skier. Ne? Sie ist so richtig so, hui! Vielleicht hat sie auch gerade gelernt, wie man hovert. So Superman, habe ich gerade eben noch mal gesehen, den Arsch. Ist das? So ein bisschen, ja. Wenn Wonder Woman Skifliegerin wäre, hätte sie unsichtbare Ski? Diese Unsichtbarkeitsnummer bei ihr raff ich ohnehin. Ich auch nicht, irgendwie. Weil es sieht mega dumm aus, wenn du einfach da sitzt in deinem Teil und dann... Ja, das kann auch nicht so gedacht sein. Das kann die Idee von einem Jet sein. Alles fliegt, du hast die ganze Zeit Vögel, die dir reinrasen, Helikopter, Flugzeuge, Meteore... Ey, und stell dir vor, mal, du willst den Sonnenschutz darunter packen? Ja. Nichts! Nichts! Oder mal in Ruhe kacken. Du kannst einfach nichts. Dieses Ding ist komplett unpraktisch. Das ist ein Family Guy Gag, glaube ich, ne? Wo Wonder Woman dann kacken geht in ihrem unsichtbaren Jet. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Family Guy Gag. Passen, ja, das könnte gut. Also, Tangerine haben wir rechts an der Seite.
Okay, wie wäre die Reihenfolge jetzt? Clouds ich Flowing. Ich helfen, aber ich habe keinen. Sky on a Sunny Day, Tangerine Bitter. Sky on a Sunny Day heißt du dann oben, ne? Ja, was habe ich denn für, was habe ich denn für Farben überhaupt hier? Also wir haben Rot. Ja, gelb ist die Sonne dann. Genau, Liquid Rot. Flowing from a Slashed Wrist, das ist das letzte. Das müsste ja Rot Blade dann of sein. Hatter ist das Four Leaf Clover. Sky on a Sunny Day ist blau, schätze ich mal. Und Yellow. Ja, stimmt, Sonne. Das könnte, ja. Nicht? Da war doch dieses. Dandelions. Naja, es gibt Clouds Flowing. Ach, Sky Sonne. On a Sunny Day. Sky on a Sunny. Okay. Ja. Ja. Wobei Sky on a Sunny Day, du könntest Sky blau haben oder Sunny für gelb, für die Sonne. Ja. Aber es gibt auch. Gar nicht gelb. Könntest du. Na, Dandelions, Löwenzahn ist weiß, aber auch eher. Ne? Der ist nicht, der ist irgendwie, oder der hat ja nicht wie die Sonnenblume in der Mitte, so ich weiß nicht, deswegen spiele ich ein bisschen mit den Kameras. Spiel ein bisschen mit der Kamera. Wenn du dir, wenn du nervös bist, drück auf die Knöpfe. Bisschen so drauf. Lass doch mal probieren. Ich mach mal wieder an, dann gucken wir mal. So. Ja, weil da keine konkrete Nummerierung drin steht, müssen wir die Nummerierung eben. Löwenzahn ist gelb, sagt auch jemand, aber ich glaube nur die Blätter sind gelb, oder? In der Mitte ist Löwenzahn weiß. Aber. Ihr habt schon recht. Also gelbe Blätter. Hm, ja, kommt rein. Das ist kein Rätsel. Vier Dinger, wir stecken die da irgendwie rein. Ja, aber die Reihenfolge. Ne? Ja, so. Probieren wir halt mal aus. Bei vier ist es ein bisschen mehr. Ja, ich kann deine Klaue da nicht mal lesen, die Sauklaue. Guck dir das mal einer an, dass der da hingeschrieben hat. Hier. Wieso? Das ist eindeutig. Hier, kann man lesen. Hier, Lucky. Lucky Clover. So, hat ich dachte, Löwenzahn ist weiß-gelb, hätte ich jetzt gedacht. Löwenzahn hat doch zwei Farben. Der ist doch nicht einfarbig. Ist der nur gelb? Na, der ist weiß und dann genau. Hat er in der Mitte das Gedöns. Oder? Das ist ja keine Sonnenblume, dass die in der Mitte gelb ist, oder? Nee, du hast aber, also genau, das habe ich mir auch vorgestellt. Weiß in der Mitte und dann drumherum gelbe so Blätter oder umgekehrt. Nee, weiße Blätter. Da hast du diese weiße kleine. Weiße Blätter und in der Mitte gelb? Ja, Mann, ich hab so keine Ahnung. Mehr. Löwenzahn. Aber wenn du da so und du pustest den Scheiß weg. Die Pusteblumen-Scheiß. Okay, hier, also ihr meint Gänseblümchen. Wir reden nicht von Gänseblümchen. Wir reden von zwei verschiedenen Sachen. Ich rede von Pusteblumen. Du redest von Pusteblumen? Ja, von Löwenzahn. Von Dandelions. Sag mal, bin ich jetzt. Oder sind, bin ich oder sind das ist doch nicht dasselbe. Moment, sind Dandelions vielleicht Gänseblümchen? Google mal, was Gänseblümchen sind. Oder Dandelions. Alter, das ist wieder hier, ne? 21 Uhr, Google mal. 23 Uhr, Google mal Gänseblümchen. Dandelions. Was ist das? Also, Gänseblümchen haben gelben Ding oder Punkt in der Mitte und weiße Blätter schön drumherum. Jetzt googelt mal bitte Dandelions. Ja, Dandelion, kommt direkt, ist wohl dasselbe. Nehme ich jetzt einfach mal an. Hier, Gänseblümchen, Dandelion. Okay, das ist Gänseblümchen, dann lag ich falsch. Ist ja nicht schlimm. Aber das ist ein Löwenzahn. Jetzt verstehe ich unseren Gedanken. Du dachtest, okay. Ich dachte an Löwenzahn, ja. Löwenzahn, okay. Ja. Aber es ist immer noch keine Pusteblume. Pusteblume ist Löwenzahn. Okay, ich will nicht mehr. Ist nicht mehr? Wir sind beide so lost. Hier, wir müssen das doch nur noch lösen jetzt. Okay, gelb. Okay. Gänseblümchen. Alles klar, ich verstehe. So, jetzt bin ich immer nicht weiter wie die, was hatte ich ausgewählt? Das rote. Liquid flowing from, auch der Chat weiß es nicht mehr. Jetzt haben wir alle verwirrt. Okay, du machst den roten und rechts. Ich pack einfach erstmal rein. Vielleicht liegt er richtig. Das ja automatisch. Vielleicht haben wir die ganze Scheiße umgesucht. Er macht das nicht automatisch. Nee, muss einen aussuchen? Ich habe ausgesucht, ja. Okay, also was ist denn mit dem Sky? Okay, der macht die Sonne, da wissen wir aber nicht. Dann nimm da mal. Die ist recht weit unten in der Liste hier. Dandelion das ist der sechste along Punkt. The path. Okay. Okay, mal hier hin. So. Blau und grün. Das kann ja Blau ist sein. Zuerst. Aber, ja. Was war grün bei dir? Grün war Lucky Four Leaf Clover, das war der vierte. Lucky Four Leaf Clover, okay. Ah, oder kann es die Uhrzeit sein, sozusagen? Was haben wir da? Wir haben lass mal zwei, gleich vier. Okay, es kann auch nicht ganz mit der Uhrzeit hier stimmen. Geht sie auf? Nothing. Okay, nehmen wir wieder raus, alle. Shit! Das, vielleicht war ein guter das wirkt wie ein Rätsel, was ich als Kind einfach wahllos ausprobiert habe. Wahrscheinlich, ne? Also so wahrscheinlich habe ich auch mir das gemerkt, wusste dann noch nicht, was Dandelion ist. Ja, hab's mir dann ganz genau irgendwie ausprobiert, aber am Ende gesagt, komm, scheiß drauf. Also blau und gelb oben, das hatten wir ja, wahrscheinlich andersrum. Einfach mach mal oben nochmal andersrum. Ja. Wenn wir ermitteln, was die Positionen eben sind, die Sachen, die schon fest drin sind, ne?
Tangerine Bitter ist das dritte, ist auf 3 Uhr. Aber das kann. Ja. Ja. Das Violette ist Violet, ist die 5. In the Garden ist die 6, meinst du? Nein. Also hier 1, 2, 3, 4, 5. 5, ja. Okay. Also wenn die 1 klaut ist, dann ist blau, Sky on a Sunny Day, das oben rechts. Kann es so einfach sein? Ja, ich würde sagen, ja, im Zweifel schon. Es ist immer. Also Löwenzahn und Pusteblume und Dandelion sind alle dasselbe. Ich könnte so schwören, dass das nicht sein kann. Ich auch nicht. Eine Pusteblume ist doch eine Pusteblume. Es ist dieses kleine, der kleine runde Otto mit diesen abstehenden Samen, die du wegblasen kannst. Und dann ist es so wunderschön, ja, weil die überall hingetragen werden, auch sogar zu Forrest Gump. Ah nee, das ist ein Feder. Aber so ähnlich. Ja, und weil sich das ZDF Pusteblume nicht hat rechtlich sichern können, haben sie das Wort Löwenzahn erfunden. Das weiß doch jedes Kind. Pusteblume. Also, Nachbar Paschulke? Ich bin mir bei euch echt nicht sicher, ob ihr mich jetzt gerade trollt. Die sagen, das wäre dasselbe. Ich kann es nicht glauben. Löwenzahn und Pusteblume ist nicht dasselbe. I don't believe it. I doubt it. So, für mich war das immer das Gleiche, aber ich liege ja häufig falsch. Gelb. Gut, die Pusteblume ist nämlich nicht dasselbe. Die Pusteblume ist so eine kleine Kugel das mit so einem Helm aus Samen. Das ist ein Löwenzahn, genau. Das ist eine Pusteblume, Alter! Ja, dann gucken wir mal nach Löwenzahn. Wie sieht der denn aus? Den haben wir doch gerade uns angeguckt! Du hast dir dieses Gänseblümchen angeguckt! Nicht der Löwenzahn! Ich bin doch alle! Wieso bin ich denn jetzt? Ihr wollt mich jetzt alle trollen? Das ist irgendwie, da! Löwenzahn ist nur gelb! Und hat keine weißen! Es sind 3 verschiedene Dinger! Es sind 3 verschiedene Pflanzen! Wie sieht das denn aus? Naja, Löwenzahn ist nur gelb mit dem grünen Otto unten und halt nur gelb. Ich habe das Rätsel gelöst übrigens. Weißt du, der ist hier wie so eine Puderquaste, hier so ein Ding. Und der Pusteblume kannst du halt wegpusten. Und den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen, aber der ist halt weiß-gelb. So, jetzt haben wir es doch geklärt. Biologen unter sich. Auf jeden Fall, dadurch haben wir das Rätsel gelöst. haben wir wirklich gekriegt? Ja, wir wären schneller gewesen, hätten wir es einfach random ausprobiert. Es war einfach wirklich eine Reihenfolge, ich habe zu kompliziert gedacht. Wir werden dann das nie aufklären können, was denn jetzt wirklich Sache ist. Das wird für immer eine große Frage bleiben. Da bimmelt's ja immer noch. Weißt du, wenn du Löwenzahn nicht wegpusten kannst, dann ist es keine Pusteblume. Eine ganz einfache Regel. So ist gut. Behaupten, das wäre dasselbe, nur für die Stadien. Ich glaub's immer noch nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Es tut mir leid für die Leute, die das Let's Play auf YouTube sehen und dann, ein Silent Hill Let's Play. Ich geh mal hin. Haben sie ein Schreiduell über Gänseblümchen und Pusteblumen. Naja, das war ja schon kontextorientiert, weil es war ja Teil des Rätsels. Es gehörte zum Rätsel, ja. Die Farben waren wichtig. Die waren tatsächlich wichtig. Insofern, ich höre ja schon auf. Ui! Wo? Ey, die haben keine Chance. Die kommen da an. Du hast so ein langes Ding. Die kommen da mit ihrem 10-Zentimeter-Messerchen aus der Kantine. Und du hast den großen Hammer. 20 Zentimeter. Wie im Leben, kleiner Peter. Ja. Gesungen von Möhre. Auch bekannt als? Weiß nicht. Wie heißt die? Pusteblume. Pusteblume, nein. Pusteblume. Nein, Comedienne, die mit Rainer Kallmund hier die Sachen verköstigt bei Vox. Ich guck doch kein Fernsehen. Mirabüs. Okay. Nein, ich glaube, ich kenne sie. Ja, ich kenne sie, glaube ich. Ja, nee. Das war das deutsche Äquivalent zu Domono Short Dick Man. Kennst du den Song noch? Ja. Don't want the short dick man. Da gibt's so ein lustiges Video. Ja, so einen richtig schönen kleinen dicken, so einen Pfannkuchenpenis. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, was das alles auch, was man damit auch Spaß haben kann. Du darfst Länge nicht mit Umfang verwechseln. Die hätten mit mir, genau, die hätten mal mit mir reden müssen. Da muss man ein bisschen den Bierbauch, muss man so ein bisschen nutzen noch. Ist das so, die Nase zu halten und einfach pusten oder so, dass sich's aufbläst? Ein bisschen so. Es geht aber nur ganz kurz, während du halt die Luft anhältst. Umverteilung des Blutes? Wir werden so viele Daumen nach unten kriegen für diesen Let's Play. Jetzt ist mir aber auch schon fast egal. So.
Ey, wir spielen um 22 Uhr, nicht um 17 Uhr. Das ja, da sind's. Ich bin seit 10 Uhr, bin seit 8 Uhr bin ich hier auf der Arbeit. Seit 6 Uhr morgens bin ich auf der Arbeit. Seit 10 Uhr gestern Abend, ey. Ich bin gar nicht mehr angegangen. Seit einer Woche sitze ich hier. Noch vor der ersten Folge, wo wir das angefangen haben, bist du hier und spielst. Es ist ein bisschen der Wahnsinn, der so sein, sich langsam hier so durch durchfrisst. Endlich mal ein neuer Raum. Da liegt was. Was? Wo bist du? Aber die Haube sitzt. Die Haube sitzt. Die Haube ist immer noch. Ach, noch ein Kumpel. Okay. Okay. So, auf dem Tisch. Liegend. Ja, da liegt einiges. Ich gehe da gleich hin. Ich würde sagen, es könnte es im Feuerzeug lag da eben oder so. Oh, meinst du Liquid Flu? Ach, da, das Ding. Ah, nee, die sind diese Gurte. Da, was da liegt. Ah, die Gurte. Diese, ja, zum Festschnallen. Aber daneben war Desinfektionsmittel immerhin, ne? Das ist doch schon mal ganz gut. Oh, schöne Mucke, können wir das einmal so. Wenn der so wirklich nachts, der Otto auf dem Schrottplatz, nach einer Flasche Schnaps, wenn der mal so richtig durchdreht. Ja, bei solchen Industrial-Sachen weißt du, woran ich immer denke? Einer der meistgesehenen Filme, in Anführungsstrichen, weil das eigentlich aus einer Serie war, wo sie einen Film zusammengeschnitten haben, meiner Kindheit, nämlich Buck Rogers. Ja, wo Buck Rogers wieder zurückgeht, um das Grab seiner Eltern zu finden und da die Leute in dieser Stadt mit den, verseuchten Leute daneben und den Metallstangen aneinander klacken und er mit Twiggy dann unterm Arm fliehen muss. Biggie, 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 Biggie. Und es ist so ein creepy Geräusch, weil die eigentlich nichts anderes, die machen ja nichts anderes als einfach nur da gegen die Stangen aneinander. Aber wenn das mal hunderte Leute machen, ist das eine, dann wird das direkt bedrohlich. Das finde ich schon sehr spannend. Sollte man vielleicht einfach wieder einführen. Und irgendwo, wenn man irgendwo jemand ist, den man nicht Bock hat, so, dass die dann alle anfangen. Ja, deshalb. Also ich garantiere dir, jeder, der das nicht erwartet, der wird erstmal sagen, okay, fuck, hier geh ich wieder weg. So, du bist, glaube ich schon. Instinktiv sage ich dann auch immer, bidi bidi beat. Bidi bidi beat. Ich hab den so gemocht, ey. Ja, Twiggy war der so Beste. Geil. Der Roboter war so geil, Alter. Alles war so geil. Haben Sie auch hier was zum Tanzen? Nein, nein, mal ein bisschen mehr Tempo. Ja. Mit der Kugel, ne? Wo sie am Anfang die Kugel, diesen ja. Dance, wo sie, wie Square Dance, nur mit dieser Kugel. Wo Prinzessin Adala dann gesagt hat, das ist ein Stecher aus, ja. Aus dem 20. Jahrhundert. So war das wirklich nicht ganz. Ich hab den Song nicht mehr, aber es war so geiler Sci-Fi-Shit. Mit so einem Klavier, was so drei verschiedene Ebenen hatte. Das war auch, dieses 3D-Schach aus Star Trek. Der zeigt den Leuten, wie man tanzt im 25. Jahrhundert, weil der war ja 500 Jahre im Kälteschlaf. Der DJ, spielen Sie mal Musik? Nein. Machen Sie mal ein bisschen mehr Pep da rein. Und dann, ja, genau, und dann hat er ja. So ein Disco-Stück aus den 70ern. Das Geile ist, genau. Er sagt, nee, machen Sie mal ein bisschen mehr Pep. Dann macht er so. Und dann ist er perfekt. Und er rafft instant. Ah, Sie meinen also Disco von vor 500.000 Jahren. Ja, klar. Hey, ich bin's, dein Großneffe, Chuck ja. Berry. Warte mal diesen Sound an. Entschuldigung, wir hören ja schon auf. Oh, wir kommen nicht hier nie wieder raus aus dieser Spirale, Alter. Und wir werden ja auch nicht fertig. Also, wir kommen sehr gut weiter. Ne? Ey, wir haben das Ganze abgesucht. Wir müssen Buck Rogers irgendwann mal die Rechte kaufen. Ey, Buck Rogers ist mein Lieblingsfilm. Ich habe die ganze Serie eben auf Blu-ray dann auch daheim mittlerweile. Wir haben den Baseband-Key gefunden für den Keller. Das ist gut. Denn da waren wir noch nicht fertig. Genau, da gab es wahrscheinlich einen Raum, der noch verschlossen war. Ach, es geht wahrscheinlich noch weiter nach unten. Okay. Könnte das schon Endgegner-Material sein? Ich glaube nicht. Hier im Storeroom, schätze ich mal. Sieht es danach aus, ne? Ist der hier? Nee. Das war die Morgue, oder? Ja. Storeroom daneben. So stehe ich davor. Das ist ja lustig. Da sagt jemand gerade, Buck Rogers, das ist mein Lieblings-D64-Spiel. Ich weiß noch, ich hatte das. Oh ja, und ich hab's nicht gerafft. Ich hab das daheim. Ich hab's nicht spielen können. Also ich hab den Anfang immer und immer wieder gespielt. Ich hatte es mit Datasette noch. Und ich habe nicht gerafft, was man da machen muss. Und es hängt davon ab, welches Spiel. Es gab ja so ein Action-Game. Ich glaube, ich meine das erste. Irgendwie, ja. Der wirklich ich hab's, das ist eins wegen Buck Rogers, weil ich die Serie so sehr mochte, habe ich auch mit Rollenspielen angefangen, weil ich habe das C64-Rollenspiel von SSI. Also diese Goldbox-Rollenspiele. Das war auch nicht schlecht, oder? Das war super. Gut, das habe ich 6-mal durchgespielt, glaube ich. Seitdem mag ich Rollenspiele. Und fucking Buck Rogers. Also hier auch Buck Rogers, ne? Hier, wie hieß er nochmal? Gil Gerard, glaube ich, der Schauspieler. War mindestens auf einer Stufe hier mit Lee Majors.
Also der 6 Millionen Dollar Mann respektive hier der Stuntman. Und natürlich Gold für alle Fälle. Colonel Wilmer D-Ring. Meine Herren. Wo war das? Aus welchem? Das war dann die Geschwaderkapitänin aus Buck Rogers. Ach, ne? So. Die, an die sie natürlich Buck dann auch rangemacht hat, weil Prinzessin Adala, die ist wieder zurück. Dauerwellen und so. Das waren noch die 70er, 80er. Ey, es gibt. Deswegen durften die auch nicht mitfliegen, wegen dem Helm. Wegen dem Helm, ja. Nicht. Die sind natürlich mitgeflogen, das war ja die Zukunft. Ne? Das Spray entzündet sich bei Mach 80. Ne? Genau, die Frauen können so Mach 2 bis 3 können Frauen gar nicht überstehen. Von der TV-Serie habe ich eine Folge, da wollte ich irgendwann mal so ein YouTube-Video drumherum machen. Einfach so von wegen so trashy alte TV-Folgen. Und da geht's um die Zukunfts-Olympiade. Und ich glaube, ich brauche dir nichts mehr sagen. Da kannst du dir die tausend Sachen schon denken, wie das ausschaut. Olympiade im 25. Jahrhundert. Das ist so fantastisch, ey. Hey, das 70er Jahre Sci-Fi-Technik. Wir sollten sowas dringend auch mal wieder machen. Was habe ich denn genommen hier überhaupt? Ich meine, das könnten wir doch machen. Also Disinfecting Alcohol können wir machen, auf jeden Fall, ja. Okay. Hoverboard, Hindernislauf. Irgendwas hatte ich genommen jetzt bei der ganzen. Oder hat Jetpack, Jetpack Jenga. Also das ist so ein riesiger Jenga-Turm mit so richtig großen Jetpack. Klötzen und du bist mit Jetpacks und musst eben mit den Jetpacks die so rausziehen und wirst natürlich begraben, ja, und stirbst, wenn es zusammen. Ja, natürlich. Ein bisschen Risiko muss sein. Dafür kriegen die auch richtig viel Geld. Dicke Sponsoren und so. Du musst aber die Anweisung für die Aufnahmeleitung wirklich konkret schreiben, sonst bauen die einen Jenga-Turm aus Jetpacks, wenn du Pech hast. Ja, das kann passieren, durchaus. Und du stehst da mit dem Jenga auf dem Rücken und fragst dich, was passiert? Warum kann ich nicht? Ja. Naja. Das funktioniert doch nicht. Waren wir hier nicht vielleicht schon drei? Ja, hier waren wir, aber ich war mir gar nicht jetzt sicher, habe ich was genommen oder nicht, weil wir waren so konzentriert. Du weißt nicht mal mehr, ob du was genommen hast, Kreo, da würde ich zum Arzt gehen. Das ist, wenn du schon solche wichtigen Sachen vergisst. Ja, wahrscheinlich habe ich was genommen. Direkt Magen auspumpen, sag ich dir. Gregor, jetzt mach ich mir langsam Sorgen, weil der Raum wird nicht größer. Ja, ich guck. Ah! Aha, siehst du? Okay, siehst du? I stand corrected. Du bist der fucking Gott. Siehst du? Das ist genau so eine Stelle, wo ich dann immer hänge. Ich bin dann zufällig reingelaufen. Ey, ich schwör's dir, ich war schon sowas von aus diesem Raum mental raus. Du hast mich schon so niedergemacht. So klein, ohne Hut. Unfassbar, wusstest du das? Nein! Ich hab nur, weil ich kann mich nicht erinnern, was aufgenommen zu haben, während wir über Buck Rogers gesprochen haben. Ist das geil? Und ich dachte, ich hab. Fuck this shit, ey. Das ist wirklich Mad Skills, Alter. Jetzt weiß ich, warum ich diese Spiele nie fertig gekriegt habe. Okay, da kannst du bestimmt drauf oder. Oh. Can't move it. Weins. Oh, wir haben ja Sachen hier. Meinst du, dieser. Wenn man bis Twitter aufkauft, dann verschwindet es von allein. Entschuldigung, ist jetzt nicht so wirklich lustig, aber ich fand's gut. Oder Microsoft, ne? Da sagt es den Skype-Leuten. Ja. Okay, das rote Liquid ist nicht, aber Disinfectant bestimmt. Oh. Jawohl. Das tötet doch alles hier. Super. Und jetzt verbrennen. Die Sau. Habe ich gerade irgendwie so ein Turbo eingeschaltet? Eigentlich komisch aus. Jetzt kann ich das aufmachen. Oh, der Chat sagt speichern. Ja, ja. Das ist vielleicht ein guter Punkt. Speichern? Naja, ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt so ein Boss oder sowas kommt, ja. Wo gab's ein Safe? Fuck. Du müsstest, glaube ich, nochmal auf die Karte. Ich müsste ein Stockwerk hoch oder zwei. Wahrscheinlich im. Ja, oder wollen wir es einfach risken? Na, lass lieber, risken. Weil wir haben jetzt 45 Minuten gespielt. Willst du das gleich nochmal machen? Naja, wir haben 45 Minuten geredet, wir haben vielleicht 5 Minuten gespielt. Ich hab das so mit Gameplay gefüllt, mein Lieber. Ja, das schaffst du nicht mal in 4 Stunden, sag ich. Oh, nee, das ist schon recht. Vor allen Dingen, wir würden auch vergessen, was wir jetzt gemacht haben. Der Chat ist auf jeden Fall pro No Risk. Ein feiger Hasenfuß-Chat. Achso, ich dachte, das ist No Risk, No Fun gerade. Nee, die sind hier No Risk, no, nicht risken. Keiner hat Bock, dass du. Die wissen wahrscheinlich, was kommt und wie wir damit umgehen. Zugeschaut. So, ich schätze mal im. Also, wahrscheinlich im Medicine Room oder in einem von denen gab es im Director's Office. Director's Office war ja, safe. Probieren wir Director's Office. Ja, hier, der hier. Ich glaube, da müsste einer sein. Könnte das schon der Boss sein, ey.
Oder willst du jetzt, wo wir gesaved haben, kannst du natürlich, ne? Ey, meinst du, hast das jetzt, also ich mache auch gern weiter, aber also mir, ich spiele auch, wie du meinst, aber jetzt mach ruhig noch die, quasi wenn der so ein Endgegner kommt, dann mach den doch noch. Ja, lass den doch nochmal. Aber ich kann mir vorstellen, aufgrund der Karte hatten wir ja noch nicht alles abgesucht. Normalerweise gehen die ja wirklich einmal alles durch. Ja, ich also weiß nicht, ist da wirklich noch so viel über? Na, so viele nicht, aber vielleicht noch ein, zwei Ecken. Lass mal kurz gucken. Können wir hier, also hier ist alles abgesucht. Mach das erstmal. Ne, ich dachte wegen oben, aber hier die linke Seite. Ja, aber da zum Beispiel, wir können da nicht durch, weil eben da ist beim Medicine Room ist noch ein Schlüssel, wo wir. Ich denke nur, dass wir da irgendwo noch landen. Ja, hier beim Medicine Room werden wir nochmal weiterkommen. Hier, wo die Mitteltür könnte auch aufgeschlossen werden. Ich glaube, das habe ich von der. Alter! Jetzt kommen hier irgendwelche Geräusche. Hat er Tschüss gesagt oder? Ich weiß nicht. Geht der oder kommt der? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt da erstmal rein. So. Das war der hier, ne? Alter, ey, was für ein Glück. Oh, nerv. Oh Mann, ey. Diese Ecke. Kannst du mal hier ganz kurz einmal die Karte aufmachen? Ich möchte nur einmal kurz sehen, woran man das. Ah, weil dann hätte es nur gesehen, dass der Raum halt zu klein ist, oder? Ja, eigentlich? Daran hätte man das gesehen. Es gilt als ein Raum, ne? Aber das hättest du natürlich ableiten müssen. Dann können sie direkt ein Airbnb draus machen, finde ich. Ja, schieben die einfach den Schrank zur Seite. Jetzt aber. Zünden wir die Vines an. Es riecht hier so nach TikTok. Raus. Gehen Sie runter. Da hat sich wieder eine dieser geilen Kameraperspektiven. Ja, das ist gut. Yikes. Oh oh. Das ist ihr Moment. Wie lange die da schon in diesem dunklen Gang steht. Die halten aber weniger aus. Ja, die eine, die haben unterschiedliche Jacken. Die blaue hält nur zwei Schläge aus, ja, die hat nicht studiert. Und die in der grünen Jacke, die. Da kann sie viermal drauf haben. Ja, die hat wenigstens Fernstudium gemacht. Mindestens. Das ist schon sexistisch, ne? Es gibt keine männlichen Schwestern in diesem Spiel, es gibt keine weiblichen Ärzte in diesem Spiel. Ich habe nichts dagegen, es ist halt ein altes Spiel, aber es ist schon ein altes auffällig. Spiel. Ja, also ich. Der Grund ist wahrscheinlich das Ausmodellieren oder es ist ein Spiel aus Japan. Da kennt man es nicht anders vielleicht. Die haben so ein System, ja. Das ist historisch so gewachsen. Jawohl, einmal den Grabsch. Kontergrabsch. Zack. Es sieht toll und befriedigend aus. Ich kann da wenig Schlechtes dran finden, aber ich würde, wie gesagt, gerne, dass es nochmal ein bisschen Abwechslung bietet in diesem Nahkampf. Ich schätze mal, hier gibt es keine Karte. Nee, okay. Ich kann mich auch erinnern, dass früher ganz viele Redakteure das auch so beschrieben haben, dass gerade dieses Monotone, dieses ständig sich Wiederholende, die kaputthauen, dass das selbst auch schon Teil des Horrors sozusagen wäre. Ja, kann man also natürlich dem Ganzen auf den Leib schreiben, muss aber auch nicht sein. What is this? Sieht genauso aus wie jeder andere Raum. Looks like someone's been here. Alessa. Ein Bild von Alessa. Und ein Schlüssel. Achso, dann jetzt würde ich hier was machen. Examination Room Key. Wir haben ja bisher auch nur diesen Dr. Kaufmann getroffen, ganz am Anfang. Stimmt. Den habe ich ganz vergessen. Der ist ja dann abgehauen. Hat uns mit allem allein gelassen. Glaubst du, den treffen wir nochmal wieder? Man trifft sich im Leben immer zweimal. Ich denke auch, ich kann mich ja auch so ein bisschen noch an die Story erinnern. Wir treffen, glaube ich, schon noch wieder. Ja, so, ich habe sie. Also, ich habe sie perfekt im Kopf, aber ich glaube, so die Grunddetails auch noch. Ja. Wir haben ja eben noch drüber gesprochen, dass wir ein Gebiet haben, wo wir noch nicht hin können. Jetzt vielleicht sieht es ja mit dem Schlüssel gleich wieder anders aus. Ja, Examination Room hieß der Key. Gucken wir mal kurz. Ups. Ach nee, ich kann nicht mal die Map. Ich kann die Map nicht aufmachen, wenn ich hier gar keine habe.
Alter. Was? Wo? Ach du Scheiße, Gregor. Löwenzahn ist wirklich die Pusteblume, Alter. Ja, was? Aber wie geht denn das? Ja, weißt du, das sieht doch ganz anders aus. Aber du hast doch gegoogelt und dann war es was anderes? Wie kann ich denn noch jetzt recht gehabt haben, mein ganzes Leben lang? Das war Löwenzahn und Dandelion. Da ist ich korrekt. Also, naja, gut, wir lassen es mal so stehen. Es ist, die Wissenschaft ist sich noch nicht ganz einig. Das letzte Wort ist doch nicht gesprochen. Genau, Sprache ist fließend. In 100.000 Jahren können wir noch mal drüber reden. Stell dir doch vor. Pusteblume. Bim, bim, bim. Das ist doch Quatsch. Völliger Quatsch. Das könnte ein Plot von einer der Folgen sein, ne? Wo Herr Paschulke sagt hier, es ist doch hier so hochgestochen mit Löwenzahn. Warum heißt es nicht hier bei Pusteblume oder so, ne? Warum nennen sie es nicht gleich so, wenn es doch am Ende eh so aussieht? Hieß er Herr Löwenzahn da, oder? Das ist auch eine gute Frage. Wie hieß der Typ? Willi von Löwenzahn, ne? Ja, noch auf seinem Gut vom Ersten Weltkrieg geerbt oder so. Ja, wer weiß, wo er das her hat, ne? Wer weiß, wo das, wem das mal gehört hat irgendwann. Ja, ja. Der Wohnwagen. Ist ja schön Stuhltreppe. Was der für ein Geld machen könnte, wenn er den Platz, den er besitzt mit dem Wohnwagen, das ist ja Immobilie. Ja, oder ja. Wenn er Wohnwagenbauer, also Fabrikant werden würde. So, Storeroom, Examination Room Key. Genau, da im so. Medicine Room. Jetzt sind wir aber hier tatsächlich in den letzten Zügen dieses Gebäudes. Rauf. Block. Der war aber schon Harzer, oder? Du meinst Löwenzahn. Naja, der macht ja nichts. Ach so, du meinst Oder der hat gut geerbt. Wahrscheinlich ist der einfach mega reich. Ich dachte im ersten Moment, du meinst, dass er gerne würzigen Käse mag. Aber er mag sicher würzigen Käse, er harzt gerne noch mal ein, aber er Also er liegt dem Staat jetzt nicht auf der Tasche, weil er bringt den Kindern ja wenigstens was bei, aber er hat keinen festen Job. Ich kann mir vorstellen, dass er so eine gewisse Art von Job dann gehabt hat, dass er irgendwie so das Nötigste zum Leben verdient, indem er irgendwie den Leuten die Blumen stutzt oder so am Wochenende. Das klingt so obszön. Ja, du kannst es interpretieren, wie du möchtest. Er hat doch alles selbst autark gemacht. Ja, der hat sein Wasser, seinen Strom selber gewonnen. Ne? Der hat doch nichts gebraucht. Das stimmt, der brauchte wirklich nichts. Das war ja auch so schön an ihm, an der Figur. Der war ja happy, der hatte nichts. Das hat man direkt gesehen. Ja. Und er war trotzdem glücklicher als die meisten anderen. Und er wollte nichts. No? Er hatte nichts und er wollte nichts. Das ist die wahre Glückseligkeit. Außer den Leuten was beibringen. Eigentlich ein deutscher Mönch. Der Typ war eigentlich der erste deutsche Mönch. Oh ja. Jetzt irgendwie so Franz von Assisi sagt jetzt, was bin ich? Was bin ich? Keine Ahnung, ich kenn keiner mehr. Hättest du mal eine Serie haben müssen. Ich weiß noch nicht mal mehr, wer Franz von Assisi ist. Oh! Cutscene Time. Who's okay? Rote Jacke. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement?
Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head... What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Was I dreaming? You were too late. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Nein, für seinen eigenen Namen komplett sagen sie. Tell me everything you know. What's going on? Das war keiner, oder? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Hat sie da eine Krawatte an? Can stop ja, now. Sie hat eine riesige Krawatte an. Have you not seen the crest marked on the ground all over Business town? Hexe. Nie aufgefallen. That's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark keine Schuhe. Samael. Don't let it be completed. Hey, wait! So richtig bemüht, sie aufzuhalten, hat er aber auch nicht. Halt. Warte! Konnte ich gar nicht glauben, dass meine Bewegung sie nicht aufgehalten hat in ihrem Rücken. Ich muss es kurz sagen, sonst macht es mich wahnsinnig, aber danach ist das Thema auch durch. Natürlich meinen wir den Löwenzahn, die Figur und nicht Peter Lustig, wenn wir über ihn reden. Ja. Peter Lustig nicht mehr am Leben ist und ein Schauspieler ist, haben wir schon verstanden. So, dass er da nicht wirklich wohnt. Auch wenn manchen hier natürlich der Unterschied zwischen Pusteblume und Löwenzahn nicht bewusst war, so ja. Viel wissen wir. Also zwischen arbeitslos und Schauspieler kann ich schon noch unterscheiden. Ja. Manche würden sagen, es ist die einzige Unterscheidung, die ich noch machen kann. Ja, hat sich ja einiges zugetragen. Das war sehr interessant jetzt. Also, es hat uns nicht viel geholfen, aber es war auf jeden Fall endlich mal eine echte menschliche Begegnung. Die weiß natürlich wieder viel mehr, als sie behauptet. Und ja. Es war kein Schal, es war keine Krawatte, sondern ein Schal. Ich finde aber, es sieht schon ein bisschen aus wie eine Krawatte. Er sah recht krawattig aus. Und hier, in dieser Silent Hill Location, mit dem ganzen Rost, ohne Schuhe rumzulaufen, ist also gesundheitlich total gefährlich. Das könnte ja auch, vielleicht hatte sie Schuhe an, aber die waren zu grob gepixelt. Ja, das waren Hautfarben. Oder schon abgelaufen. Achso, ich wollte eigentlich zum Safe-Ding, aber das können wir auch von vorne machen. Die Map war hier. Ja, hat sich aber einiges zugetragen. Ist ja also doch kein Bossfight, aber wir haben Lisa, die Krankenschwester, getroffen. Die nicht von diesem Geheimraum im Keller gewusst hat, wo wir den Schlüssel gefunden haben. Das sie Bild weiß von davon, aber sie darf da eben nicht, sie durfte da nie hin. Sie weiß, dass da irgendwas ist, aber anscheinend eben ist sie da nicht mit involviert in die unlauteren. Ja, das sind die Leichen im Keller, wirklich, wortwörtlich. Wir haben einen Antique-Shop hier gefunden, möchtest du jetzt? Ne? Ja, geh mal rüber. Wir haben schon lange, genau, wir haben ja. Lange erst jetzt gespielt, ich habe nur noch eine halbe Stunde, aber es ist auch voll okay. So. Oh! Okay. Bitte sehr. Gennenes Quadrat. Sie freuen nur, dich zu sehen. Das sieht hier aber nicht gut aus. Ja, ich gehe einfach zur Tür raus. Ja, ja. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich wollte mal kurz gucken. Hätte sein können, dass zum Beispiel was in der... Na, ich drücke. In der Miet. Tonne ist. Ach, geil, die Sirene. Hörst du es? Ja. Check mal gerne, wo dieser Antique-Shop überhaupt ist auf der Karte. Weil wir sind ja jetzt im anderen Teil der Stadt. Geradeaus links. Ja, du kannst. Achso, hast du ihn schon gesehen? Ja, ja. Also zumindest da, wo ich hin soll. Genau, da hat uns Dahlia den Schlüssel für gegeben.
Das Moment, das kann aber nicht sein. Das ist das Hospital. Ja, das ist der. Weil ich dachte, weil der Kreis zu sehen ist, dass wir auch dahin sollen. Ja, der Kreis ist, weil wir da durch den Eingang drin gewesen sind. Ja, ja, aber normalerweise wird uns auch immer die nächste Sache angezeigt. Oder? Ach so. Das ist schon ein bisschen cool. Okay, geh da mal dahin. Naja, ich. Warte mal, wie komme ich in mein Inventory? Select. Also, ob. Ja. Dieses Share verwendet. Share, genau. Whatever. Okay, mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Was haben wir denn jetzt gerade bekommen, was uns jetzt weiterhelfen kann? Außer hier, der grüne Schlüssel, das haben wir gekriegt. Ja. Antique Shop Key, du hast ja auch gesagt, Antique Shop. No, ne? Tech Key with the Shop Name. Ich kann lesen, with the Shop Name. Oh. Dahlia left at the hospital. Kannst du den mal untersuchen? Vielleicht steht der Name vom Shop auch drauf, mit Look. Green Lion. Das ist doch gut. Green Lion. Okay, und jetzt findet man es vielleicht sogar leichter auf der Karte, aber... Okay, du kannst reinzoomen, glaube ich, in die Karte. Doch, oben rechts. Drück mal X. Ganz oben. Achso, da oben, Antique Shop. Ja. Der ist aber auch neu jetzt. Ja. Ist übrigens lustig, weil die Coons Street, Dean Coons, ist ja so ein typischer, ja, ja. Also alles bekannter ja Schocker, Horror, Thriller-Autor. Alle Straßen sind ja nach Autoren, Regisseuren oder so benannt. Das wusste ich natürlich, deswegen habe ich eben nochmal das Augenmerk draufgeworfen. Alter, was ist denn das? Das fehlende Glied! Das ist voll der Dude, voll der Affendude. Guck dir das an. What is happening? Er hat sich geknuspert. What the fuck, Alter? Alter! Wo kommen die denn hier auf einmal? So. Okay, ich hab die komplett vergessen. Null wusste ich davon. An die kann ich mich nicht erinnern, aber die finde ich wenigstens ein bisschen. Eins weiter. Recover, zwei weiter. Die ne? Das sind die kleinen. Smaller reicht. Die haben einen guten Sprung. Ja, so eine Mischung aus Frosch und irgendwie. Auf Englisch würde man sagen, Pep in the Step. He got some Pep in the Step. Entschuldigung, ich traue mich nicht, ich wollte auf die Karte. Ich will nur gucken, ja, ich bin richtig. Ja, okay. Immerhin, Straßen nicht zerstört, das ist doch schon mal was. Ich habe schon erwartet, dass wir wieder durch irgendwelche Hintertüren durch müssen. Toll. Super verstörend. In der Simmons Street. Oh, da, ne? Das ist doch antik. Nicht gerade einladend. Ja. Das hört sich nicht einladend an hier unten. Uff. Uff. Der Sound ist weg. Kreis ist deine Lampe. Zeigt auf 3 Uhr. Nichts Nothing Besonderes. Special. Einmal Spirino. Hier ist entspannt, aber noch. Das ist super, oder? So müssen eigentlich alle Räume sein. Das hier ist mir so. Schieb. Das oder? Das, ja, ja, man oder sieht schon die Schiebmöglichkeit, aber ist Schieben Quadrat? X vielleicht drücken, damit er sagt jetzt. Ja, natürlich. Oh, let's push it. What's this? Harry! Sybil? I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but...
And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Bachman Road. Now don't get excited. It wasn't like she ran off exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. Bist du mal rausgegangen? They sell them to the tourists. Sie hat doch eben noch gesagt, wie schlimm es draußen ist. The force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. Alle auf Höhenfliegern. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of. Deswegen bist du auch Polizistin in Silent Hill. Kann ich mir mal das Loch ansehen? Reden Sie mal über das Loch im Raum. Ja. Maybe there's something back there. Let's have a look. Geh mal vor. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. Oh, der Mann wieder. I'm a cop. I should go. Ja. No, I'm going. Ist es eine Entscheidung jetzt? Das bitte nicht. All right. I mean, you're the man. Be careful. Ich verachte es. Ich spucke auf dieses Rollenbild. Okay. Sybil? Yeah? Do you know anything about... Well, like some other world. It's like some kind of bad dream. Ich dachte, er sagt das Duodezimalsystem. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry. You're tired. Yeah, maybe. Jetzt gehe ich in das Loch zum Schlafen. So, ist sie noch... Wenn er zurück ist, steht sie noch da draußen? Müssen wir mal gucken. Ich höre euch, hoffe sie zurück. Oh. Na, no need to go back. Aber, mein neuer Lieblingsmove. Ich gehe jetzt so. Falls jemand dich von hinten angreifen möchte. Gute Idee. Kann ich jemand sagen, der hat mich von hinten angegriffen? Ist unfair. Ja. Nein, komm. So. Ich schwinge jetzt mit den Händen und Füßen. Wenn ich dich treffe, dann ist es deine Schuld. Richtig viele Katzen. Ja, auch. Jetzt auf einmal alle auf einmal. Vorher lange gar keine, jetzt alle. Das ist ja so ein Tempel. Some kind of altar. Never seen anything like this before. Wie kommst du darauf, mein Freund? Maybe this is the other church. Das sieht aus wie ein Meme. Sorry, als hätte da jemand die Arme von jemandem so richtig groß gemacht. Ja, ich sehe jetzt aus wie so ein Executioner, der so dicke Arme mit der Axt bekommen hat. Aber ganz, it's never leg day. Siehst du das? Nee, bei ihm ist always execution day. So. Monday execution. Tuesday execution. Warte mal, sonntags auch mal zwei. Wir haben keine Powder.
Ich muss mich hier konzentrieren. Ich muss mein Inventory durchchecken. Ja, der Chat sagt, sieht aus wie He-Man. Sieht aus wie so eine He-Man-Figur. Gab es nicht den Typen mit diesem Helm? Ne, mit diesem braunen Helm? Der auch so drehen konnte. Ja, konnte sich so drehen, hatte zwei Gesichter, irgend sowas, ja. Ups, okay, was haben wir noch? Nur Waffen. So viele Waffen und nichts. Nur den Saft oder den Flauros? Den Flauros könntest du vielleicht benutzen. Meinst du damit dieses? Das Dreieck, ja. Hab ich schon probiert, ja. Achso, und was? Die Suppe geht nicht? Leider nicht, nee. Und mehr haben wir gar nicht. Der Rest sind normale Kampfgegenstände, glaube ich. Okay, dann untersuch das nochmal. Vielleicht finden wir also, da ist irgendeine pudrige Substanz. Das soll, glaube ich, einfach nur. Kannst du die entzünden? Aus dem entzünden mit dem Feuerzeug. Oh, und was ist die Axt von der Wand nehmen, natürlich? Das machen wir gleich, ja. Echt, du meinst entzünden? Haben wir das Feuerzeug noch? Müssen wir doch, ne? Entschuldigung, Leute. Immer die Karte. Nee, haben wir nicht mehr, ne? Aha, das alle weggeschmissen. Warum auch immer nach Benutzung. Tja, weil er es wohl nicht mehr braucht. Das sind diese Einwegfeuerzeuge, ne? Kannst nur einmal benutzen. Das sind diese Big-Dinger, die einfach nur, wo du Glück hast, wenn die überhaupt mal anspielen. Die du einmal anmachen kannst, ja. Die hat Tarantino gemeint, als er das eingebaut hat. So, ist das eine Waffe, die Axt, oder? Ich nehme an, ja, oder? One hand. Moderately effective. Ja, wir machen es für uns jetzt ein bisschen schwieriger, indem wir uns mal eine schlechtere Waffe geben. Aber die sieht schon ganz schön gut aus, muss ich mal ehrlich sagen. So. Und Howie. Und wenn man dann richtig lang drückt? Moment. Mehrfach drücken, glaube ich, musst du. Und wie du machst der so lange? Einen Slasher unter. Lange ist immer nur schnell. Ach so. Einmal drücken ist. Aber weißt du, schnell. Du hattest ja auch diesen ganz langen mit der. Genau, aber da habe ich einfach nur gezimmert die ganze Zeit drauf. Einfach nur gezimmert. Oh, da im Lastenaufzug? Nee. Dann müssen wir vielleicht wieder zurück, wenn da nichts mehr ist, ne? Leider. Hier vielleicht nochmal gucken. Oh, da ist ja. Moment, wir kamen ja durch das Loch und hier ist ja eine Zellentür. It's jammed. Okay, doch. Es ist voll Marmelade. What the? That is interesting. Harry? Are you okay? Harry? Er war nie wieder gesehen. Harry? Das ist ungewöhnlich, aber wir sind, glaube ich, einfach zwischen den Welten gewechselt. Wahrscheinlich bist du jetzt in der dunklen Welt. Where am I? Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff, black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents.
People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Mit wenigen Mitteln haben sie ja echt viel Story schon rübergebracht. Was that another dream? Did I pass out again? Könntest du dir das einbilden? Oh ja, vielleicht liegt er ja noch bewusstlos im Auto. Das kann natürlich auch sein. Ist ja immer eine Möglichkeit. Towards the lake. Ja, jetzt kommen wir langsam in neue Areale auch. Wobei wir ja gerade eh schon in einem neuen Gebiet sind, oder? Ja, ich glaube, ich müsste noch wissen, was die nächste Location ist, aber ja, der See kommt gleich. Oh ja. Ich denke, oh, und da hast du das Symbol von Samael auf dem Boden, glaube ich, so hat sie es genannt. Ja, sehr ähnlich. Pentagramm mit dem Ach, was soll das sein? Ne? In der Schule, ja, gesehen haben. Acht ist doch hier dieses Unendlichkeitssymbol. Und je nachdem, von welcher Seite du es dir anguckst. Stimmt. Ist korrekt. Aber ich glaube, acht steht auch für Glück oder sowas in irgendeiner Zahlenmythologie. Ist das das Erfolgslied von Rocket Beans? Acht. Hast eine geile Nacht. Oder wie war das? Acht, wir haben doch gar nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Uff. Monkey Time. Wo bist du überhaupt? Monkey Time, genau. Monkey Time. Haben wir denn überhaupt Ziel? Oder ja, ich weiß nicht. Guck mal auf die Map. Die ist ja immer noch da, ne? Ja. Aber sie ist nicht wirklich lesbar, glaube ich. Wir wollen zum Lake. Guck mal. Ach, da der Pfeil zeigt, also zur anderen Richtung. Hier dran vorbei. Okay, dann müssen wir wirklich noch einfach mal. Der Lake. Ace Wake. Vielleicht hier lang? Nee. Nee, ist alles weg. Naja, aber es ist schon. Also, wir können hier wahrscheinlich einfach nicht lang. Ja, das stimmt. Das hatte Sybil ja auch gesagt, ne? Da ist ja nichts mehr. Sie ist ja wie auf Luft gewandelt. Wobei, na gut, das ist jetzt die andere Welt. Das hätte natürlich auch anders sein können. Genau, hier kann ja auch alles anders sein. Wichtig ist, dass mich die Affen-Oschis nicht schnappen. Aber hier sollst du einfach erstmal deinem Instinkt folgen, wo du überhaupt hin kannst. Ja, ich laufe wie immer genau einmal so rum. Wird sich gleich zeigen. Hier geht's. Ah, da sieht gut aus. Ja, siehst du, da muss lang. Komm, einmal ein Halbchen abbeißen muss drin sein. Da sind bestimmt jetzt auch noch mehr. Wo sind wir jetzt? Das ist keine Ahnung. Sind wir in der Mall? Ja. Im Town Center? Wir müssen einmal durchs Center durch, glaube ich, auf der anderen Seite. Dann können wir zum See. Ja, da siehst du mal, was Gentrifizierung hier anstellt. Selbst der Westall hat so. Nee, das ist eine Bühne hier, ne? In der Town Hall. Ja. Sehr modern. Riesige Screens haben die da. Die Afrikaner und ihre Malls. Das ist cool. Ja, jetzt kommen auch einige Flashbacks zurück. Ich war einige Zeit lang hier in dieser Mall. Mhm. Irgendwo beim nächsten Save Point wahrscheinlich. Und weiß, dass ich da eine Weile nicht weitergespielt habe. Ich weiß aber nicht mehr warum. Vielleicht habe ich mich verlaufen. Irgendwie, weil du ja in Silent Hill 3 ja auch sehr viel in der Mall bist. Hat es irgendwie meine Erinnerung überschrieben von Teil 1 von der Mall. An die kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Der alte Wandläufer, der Harry. So, was haben wir denn da? Geh mal zu Zalando hier rein. Hier offensichtlich eine Art Juwelier. Oh ja, da liegt noch ein bisschen. Hä? Kann ich nicht mitnehmen. Muss das von der anderen Seite holen? Oh ja. Ah, die dicke Muni. Das ist gut. Was ist das für eine? Ist das, glaube ich, da was? Rifle Shells. Kommst du da so ein Rifle bald? Ja, geil. Ey, es ist schon krass, was man dafür, dass es ja eigentlich ein Spiel ist, wo man vielleicht gar nicht so viel Action hat, dass es da so viele Waffen gibt, ne? Ja. 3 oder 4 Nahkampfwaffen
Und 3 oder 4 Schusswaffen? Relativ viel, genau. Also. Na, es fällt natürlich dann schwer, diesen Horror zu erzeugen, wenn man irgendwie gefühlt so eine ganze Armee bei sich hat. Aber kannst gar sehen, ob die überhaupt was helfen gleich gegen die, was auch immer da rumliegt. Was ist das? Ah, okay. Oh fuck, Endgegner-Time, oder? Boss-Time, ja. Ein komischer Wurm? Bestimmt. Centipede? Ja! Oh! Ne Centipede! Du kennst diesen Originalwurm, ne? Diesen richtig langen, der auch giftig ist. Und ich glaube, der ist aus Australien. Ja. Manche halten sich den ja als Haustier. Absolut furchtbar. Willst du die Shotty nehmen, oder? Da haben wir auch genug Schuss mittlerweile. Die geile Axt, mein Freund! Alles auf Axt! Okay, dann alles auf Axt. Nee, du hast schon recht, ne? Das wäre besser. Aber ich will erstmal gucken, kann ich dann auch hier. Ah! Siehst du, da wollte ich. Okay, gut. Haben wir das geklärt? Die Axt ist scheiße. Nehmen wir doch die Schrotflinte. Okay, nächstes Mal. Komm jetzt. Oh, komm, das ist jetzt aber hinterhältig. Das hat nichts gebracht. Hätte ich mir mal lieber gespart. Nachladen. Da konnte ich halt nichts machen, ne? Man muss rennen. Kann man irgendwo den Boden sehen oder so? Ah, du bist wahrscheinlich sicher, wo das Gitter ist in der Mitte, ne? Oh, das ist eine gute Idee. Nee. Nee, aber naja, er kommt okay, da nicht raus. Er kommt nicht da raus, aber er kann darüber natürlich, ja. Ach, toll. Ui. Ja, aber das ist doch alles easy, ey. Ui. Verdammt. Hast du, ne? Nimm das. Tritt einfach drauf. Aus dir wird kein wunderschöner Schmetterling mehr. Und jetzt kommt der finale Fuß. Geht gar nicht. Das war nicht der Todesstoß? Das war nicht der Todesfuß. Was ist denn hier los? Ach, die muss hier die Tür aufmachen. Ja, praktisch. Bisschen umständlich, am Schlüsselbund zu fixieren, so ein Wurm, aber es geht schon. Er lässt uns in Frieden, wir lassen ihn auch in Frieden. Den kannst du auch als Gürtel benutzen, ne? Das ist nicht so schlimm. Ah, jetzt kommen ja auch so die Fliegende. Die Gargoyle, ja, guck das mal an, Alter. Okay, kein Auto-Aim, natürlich nicht. Alter, du bist aber auch ein Bastard, ne? 2 reichen. Okay, das war's schon. Das sind das heftigere Gargoyles als vorher. Ja, die anderen haben wir in der echten Welt gesehen. Uff, das sieht hier nicht besonders nice aus. Wo sind wir überhaupt? Hab ich noch Muni? Ja, du solltest eigentlich irgendwie so 30 insgesamt gehabt haben. Uff, im Vorbeiflug. Flyby Grabbing. Okay, noch funktioniert's. Ich hoffe einfach mal, dass man hier geradeaus irgendwo lang muss. Das würde nämlich total Sinn ergeben. Bin ich vielleicht auf sowas wie dem Parkplatz von dieser Mall? Ja, du kannst. Die Karte kannst du immer noch benutzen, ne? Wenn du siehst, wo du überhaupt hinläufst. Sollen wir hier geradeaus und rechts, oder? Und oben, also quasi da in den Norden. Ja, und kannst du mal Norden probieren, genau. Wenn da, ich glaube, da sind wir richtig. Der Weg wird uns ja wahrscheinlich schon zeigen, wo was geht und wo nicht. Da. Oh, Polizei bei mir. Nope. Check mal, ob deine Health noch taugt. Weiß nicht, natürlich nicht, wie viel die abziehen.
Ah, es geht noch. Meinst du, das Polizeirevier kann man rein? Muss man wenigstens mal gucken, ob es da... Ah, man sollte doch annehmen, dass man da kurz rein kann. Alter! So kurz eine Waffe von der Theke? Nee, ich kann nicht rein. Das hat dich knuspert. Das ist jetzt echt scheiße. Naja, ich habe ja gespeichert, aber... Du weißt, wie der Bosskampf geht. Ach, wir haben sogar davor... Harry will kick. Nein, das brauche ich nicht. So sieht es aus. Okay. Ja, doof. Nö. Leid. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht genau, wo wir hätten lang gehen können. Das war an sich schon richtig. Wir sind, glaube ich, am Ende. Wir müssen einfach absuchen. Oh, er continued nach dem Boss. Das ist aber auch gut. Nur fair. Ernsthaft. Gleich eine mit. Gleich klar ist, was hier Sache ist. Gleicher Klatsch. Okay, das war aber schon richtig. Ja. Da, ich glaube, wir müssen wirklich in eins dieser Gebäude rein. Und ich glaube, ich fange auch gleich mal an, die abzuknallen. Sobald ich an dieser Ecke bin, ey. Was glaubst du, wie viel halte ich noch aus? Einen oder zwei? Einen, würde ich sagen. Oh, ich bin grün. Ist sogar noch grün. Das ist wegen dem Laden oder so, glaube ich. Wahrscheinlich, ne? Wirst du wieder geheilt. Monkey Time. Hier ist ein Shop. Ah. Oh, hier ist nichts. Nothing. So, jetzt sind wir wieder an dieser Ecke. Ja, genau, beim Polizeirevier hat es uns gefetzt. Okay, kann ich nicht rein. Auch nicht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es da mit der Kamera ist hier. Da ist doch sogar eine offene Tür, verdammt noch. Aber es ist das Polizeirevier. Ja, ja. Das war eine andere Tür eben oder so. Guck mal, ein bisschen Rifle Shells. Diese Handgun-Bullets. Mal gucken, wie viele haben wir denn? Und da baller ich mich jetzt. Handgun-Bullets? Wir wollen 150 oder so haben. Oh. Speicher-Rhinoceros, Alter. Das freut mich. Oh, gibt es einen Speicher-Rhinoceros? Wenn dann bei hier Animal-Dings. Animal Crossing. Das wäre der Hammer. Ach, nö. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Das ist nur dafür da. Na ja, gut. So, da können wir kurz mal auf der Karte gucken. Ja, also rechts und dann wieder rechts. Kannst du reinzoomen in die Karte mit X? Ging das hier? Ja, ne? Aber es wird nicht detailliert. Ich kann sagen. Geil, okay. Ich weiß von deiner Location, aber ich weiß nicht, wo sie ist hier. Oh. Steht da Sauron, Hotdog? Ich meine, normalerweise würde ich jetzt halt gucken, links hoch. Das geht ja nicht. Dann holen wir uns das X ab und dann versuchen wir über die. Die Brücke Kreis geht auch nicht, okay, dann runter, oder? Ja, es muss irgendwo da, Wilson oder Simmons Street, irgendwo da, wo wir ja nicht wirklich geguckt haben. Okay, dann gehen wir mal in die Wilson. Die ist direkt vorne. Komm ich denn da hin? Ja, sie fahren die Wilson runter, dann zwei rechts in die Simmons, ne? Das ist jetzt die Wilson, glaube ich. Oh. Oh, da ist das Symbol. Wie geil das wäre, wenn man hier runterfallen könnte auch. Ich wollte das natürlich nicht. Weil ich wollte auf die Karte. Ah, siehst du. Also Wilson auch, dann vielleicht. Na, das Gute ist, wir wissen es ja jetzt. Selbst wenn wir sterben, haben wir auf jeden Fall ein bisschen was erreicht. Ich spare mir jetzt auch die Muni. So, jetzt gehen wir noch mal links und gucken mal, ob wir dann nach links können. Eine bessere Lampe würde ich hier gerne haben. Hier ist ein nur auf der PlayStation 2. Ja. Just Cats. Nichts mehr. Immer schön die Wände absuchen. Einmal im Kreis, weil ihr doof seid. Hier. Ja. Jetzt sind wir beim Hospital. Ich frage mich halt gerade, ob man, ich meine, hier ist ja auch
Ups, Entschuldigung. Jetzt einmal noch. Hier ist auch der Kreis, ne? Ja, aber ich glaube, weil der, das war eine Location, die wir schon abgesucht haben. Ich frage mich nur, vielleicht müssen wir ja in dieser Welt hier mal hin. Das kannst du eventuell machen. Hier ist ja auch noch eine Tür auf der rechten Seite, also zu deiner rechten gleich. Also, Moment, hier? Nicht da, die, ja? Nee, die andere. Shit, Alter, das ist so krass. Jetzt sollst du dich mal heilen, ja, glaube ich. Okay, wo ist sie, Neben der Ausgangstür. Ja. Ah, die kleine. Ja, ja, ich habe sie gesehen. Okay. Stimmt. Also, einmal noch gucken. Kannst gerne noch mal rein. Was ja vorher so viel ist. Na, ich bin mir nicht sicher. Aber wir waren nicht in dem Part in der Dunkelwelt, oder? Das meine ich ja. Ja. Aber andererseits, das würden die auch nicht machen. Oder dich noch mal zurückschicken? Checkst du einfach noch mal, wenn wir schon mal hier sind. Oh, ja, jetzt muss ich was nehmen. Ich habe übrigens fast ein bisschen Angst. Also, ich muss wirklich sagen, jetzt gerade kriegt das Spiel mich durch seine ständige Bedrohung. Ja, Mann, wir haben's! Jetzt können wir nämlich hier rein. Ich hab's doch gewusst, dass wir hier alles. Harry! Super gut. Glad you're okay. Thank God you came back. I was scared to be here all alone. I'm here now. I was worried too. I'm real happy to see you. Lisa, can you tell me how to get to the lake? The lake? You take Bachman Road. The road's blocked. Well, that's the only way out there. Are you sure? There's gotta be another way. Wait! I just remembered something! What? There's a waterworks over by my old elementary school. It's been abandoned for years. There's an underground tunnel out there used for inspections or something. I remember hearing it runs all the way to the lake. Really? You think I can get to the lake from there? I've never been down in there myself, so I'm not positive. Besides, it's all fenced off to keep people out. If there's a chance, I've got to try. Harry, don't go! I don't want to be alone. It's so scary, I can't stand it. Komm noch mit. How about coming with me? This may not be the safest place in the world either. I can't promise you anything, but I'll do my best to protect you. No. Somehow I feel I'm not supposed to leave this place. Oh, Harry, I'm so scared. I'm cold. Look, just wait here a little longer. I'll be back as soon as I find my daughter. Harry? Hat er sie allein gelassen? Ist das jetzt auf der Karte vermerkt? Ich komme nicht mal ins Office. Da bin ich so gerne, wäre ich da reingegangen. Jetzt können wir speichern und können jetzt, weil wir ja wissen, wo wir jetzt lang müssen, können wir zum See. Ich speichere mal und dann können wir ja. Oder so wollen wir hier aufhören? Ich glaube, es ist in der Ist eigentlich egal, ne? Bevor wir jetzt nochmal. Wir sterben eher auf dem Weg oder schaffen es nicht zu speichern. Ich habe vieles wieder vergessen, aber ich bin jetzt wäre ich gerade wieder an diesem Punkt, wo ich wieder richtig Bock hätte, weiterzuspielen. Machen wir dann auch nächste Woche? Genau, nächste Woche dann 17 Uhr, also zu dem gewohnteren Zeitpunkt. Und sollten wir dann noch weiter Zeit brauchen, 1-2 Stunden, dann spielen wir die nächste Woche dann auch noch in meinem Slot. Falls es von den Leuten von der Technik her geht, natürlich. Ist der Plan. Ich habe schon ein bisschen drum gebeten, dieses eine Mal, hoffe ich, kriegen wir es noch hin. Wir versuchen es, wir wollen das zeitnah sozusagen für euch auch spannend zu Ende bringen. Kannst du den Button drücken, dass wir mal ohne das Game. Stimmt. Ja, war schon total. Ne? Man ist so gewohnt, dass das Leute für einen regeln. Und zum Leben. Abschluss, Frau Nakimura hat doch eine Überraschung für dich. Ja, du hast da vor 2 Stunden was reingesetzt. In ihrer Kutte, wenn du da kann mal reinguckst. Kann man jetzt nur rausschneiden, ne? Ja. wenn du mal reinguckst, was sie in ihrer Kutte da hat. Was haben wir denn? Oh, das ist ja
Hast du zwei Bauern in deiner Brusttasche? Hast du zwei Bauern in der Brusttasche? Hast du immer was? Kannst du immer was vor Frust? Lasche. Ich weiß es nicht. Komischerweise kam ich auch auf Lasche, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Okay, Nakimura ist am Start, am Stissel. So, hat sich entschieden für einen von uns beiden. Ihr müsst das nicht. Ihr könnt nämlich uns beide genießen. Bei der nächsten Folge Silent Hill mit den Hoshis von Spiele mit Bart bei After Bart. Dankeschön. Und tschüss. Musst du auf den Button drücken. Scheiße, ne? Das ist echt immer dasselbe.